Ich hoffe, ihr seid ready. Wir gehen heute in Richtung Shinra, Hauptquartier. Hatte ich ja schon gedacht, dass wir das gestern schaffen, haben wir dann aber nicht geschafft, weil das Spiel sich doch mehr gezogen hat, als ich dachte. Beziehungsweise halt einfach mehr Content reingeklatscht hat, mit dem man nicht gerechnet hat. Epische Musik ist episch. Und zwar mussten wir erstmal Don Cuneo suchen, um irgendwie eine Idee zu haben, wie wir überhaupt jetzt auf die Platte kommen. Ist nicht so, dass da einfach so eine kleine Wand ist, wie im Original am Walmart, dass du da einfach die Säule hochkraxeln kannst. Geht nicht, da sind sie nicht drauf gekommen. Da mussten wir erstmal Infos einholen, what the hell wir machen sollen, um hochzukommen. Naja, Don Cuneo war aber geflüchtet, ne, hatten uns im Walmart ein bisschen nochmal umgehört. Kolosseum haben wir auch ein bisschen gekämpft, ein paar Limits eingeheizt. Haben dann Lassie getroffen, der gesagt hat, hey, wenn ihr mir helft, Don Cuneo zu finden, dann sag ich euch, wie ihr da hochkommt. Naja, den haben wir auch gefunden. Leider konnte der Ekel-Perverse nochmal abhauen, weil Lassie es nicht hinbekommen hat, seine scheiß Pistole abzudrücken in einer Minute oder so, wie er da stand. So, ich bring dich um. Und dann, ja. Mal die Pistole schon aus der Hand geschlagen worden. Lief nicht so gut, weil der Alte seine Verlobte geklaut hat, irgendwie so. Ein bisschen krank, ja, ja. Es war irgendwie ziemlich komisch, aber okay, whatever. Im Endeffekt haben wir als Dank dafür, dass er nichts erreicht hat, weil Cuneo ja eh geflüchtet ist, aber wir haben ihn beschützt, ja, wir haben ihn gerettet. Ein paar Seil. Dingsterbumster bekommen. Seilwinden. Sind Seilwinden? Ich glaube, es sind Seilwinden. Mit denen wir uns halt hier an den Trümmern hochziehen konnten. Obwohl hier auch schon Shinra-Soldaten auf der Hut sind und uns suchen. Ne? Denn Avalanche ist immer noch Staatsfeind. Brutal-Spione angeblich. Wir sind ja angeblich auch schuld daran, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass die Platte hinabgestürzt ist. Denn wir haben hier das Ding gesprengt, ne? Insider wissen, es war Shinra. Aber die schieben es auf uns, weil sie den Krieg auslösen möchten mit Wutai. Deswegen war es Avalanche, die wutaiische Spione sind. Und die Masse glaubt das natürlich, weil Fake News werden ja immer geglaubt. Wer kennt es nicht? Seilpistole, von mir aus das. Danke. Genau, und deswegen haben wir uns von Lassie getrennt. Der versucht jetzt seine Verlobte nochmal wieder zu treffen. Wenn er Cuneo schon nicht umbringen konnte, vielleicht kriegt er die wenigstens wieder. Und ja, für uns geht es, wie gesagt, zum Hauptquartier Aris retten, die ja als letzte Überlebende des alten Volkes denen helfen soll. Wir aber wissen, wie Shinra eben drauf ist, ne, auch Experimente an Menschen im Untergrund durchführt und die zu Monstern ranzüchtet und sowas. Wenn das die Menschen wüssten, würden sie uns vielleicht auch glauben, dass wir das nicht waren. Sondern Shinra hier diese Scheiße uns eingebrockt hat, in denen Tausende gestorben sind. Außer Wedge. Wedge haben wir irgendwas in Trümmern rausbekommen. Wie auch immer, ich weiß es nicht. Mix und Jesse, I don't know, aber Wedge hat noch gezuckt. Der ist jetzt bei Emira, Aris, Zimo da mit Marlene zusammen und wartet auf uns. Genau. Werden wir jetzt da hochkraxeln und uns Aris wiederholen. Bevor die da irgendwelche perversen Experimente mit ihr machen, weil sie eben vom alten Volk ist, ne? Brauche ich noch irgendwie was Geiles? Legit, Aether brauche ich eigentlich immer in diesem Spiel, weil ich dauernd out of Aetherus bin. Bin halt nur sehr teuer, ne? Aber gut, wie gesagt, heute schaffen wir es wohl definitiv hoch. Ich schätze, wir werden gleich noch einen Bossfight bekommen und dann haben wir es wahrscheinlich geschafft. Okay. Und ich kann es nur immer wieder sagen, ja, aber die Grafik ist natürlich schon geil. Ja. Kannst du natürlich machen. Da kannst du dich, hi Deppen, nicht beschweren. Nur über das Kampfsystem manchmal, weil es ein bisschen chaotisch ist. Und schwer, finde ich. Im Vergleich zum Original halt. Stelle ich mich definitiv scheiße an. Alright. Hä? Ich dachte, da geht's lang. You kidding me? Also da sind wir hergekommen. Wait. Hier? Oh, hier versteckt. Okay. Okay, I see what you did there. Da
Dann geht's nicht runter, aber da ist eine Kiste. Nice. Und ich hoffe, ihr habt keine Höhenangst. Es ist denn, es geht ziemlich weit runter heute. Bäh. Wenn wir fallen. Eigentlich müssen wir nach oben zum Shinra-Hauptquartier, ne? Okay. Ich bin sehr gespannt, wie sie... Ich verwette meinen hübschen Po, dass gleich ein Bosskampf kommt. Ich bin sehr gespannt, wie sie die Szenen im Shinra-Hauptquartier umgesetzt haben. Das hier ist ja schon ein bisschen anders auf jeden Fall, ne? Im Original sind wir halt auch ein paar Säulen hochgekraxelt, aber... Das ist schon ein bisschen brutaler hier. Cloud... Sieht schon cool aus. Wir fangen von vorne an. Machen wir. Hey Cloud, du hilfst uns doch bestimmt. Wird nicht billig. Das ist so klar. Welt am Arsch, er will nur sein Geld. Liebreizend wie immer, ne? Ist da noch eine Kiste für mich? Aber ganz ehrlich, wie willst du das alles wieder aufbauen? Es war eben eine ganze Stadt auf dieser Platte und darunter eben die Slums, wo auch schon ziemlich viel war. Wie? Wie willst du das alles wieder aufbauen? Und vor allem, wenn Shinra sowieso plant, Midgard zu opfern. Müssen wir uns erstmal um die kümmern, ne? Ein Boss! Mann, hätte ich es ja echt nicht gedacht. Oh, oder nicht? Soll ich da? Okay, ciao. Bye! Natürlich triffst du mich trotzdem, klar. Danke, dass du mir die Sachen droppst. Finde ich sehr nice. Hier, guck mal, das sind Kisten. Mach die mal kaputt. Sieht aus, als würde der Wettlauf hier enden. Achtung! Okay, du kleines Arschi. Habe ich die... I did not, aber wahrscheinlich ist das bei dir sowieso Blitz. Auf Nummer sicher. Blitz und Wind sogar auch. Physische Angriffe aus geringer Distanz. Ja, erstmal rankommen, ne? Fernangriffe sowie Magieattacken hingegen nur langsam. Ich zähle auf dich. Ach du. Oh, Miss Barrett hat ja. Wer hat bitte Barrett seine Waffe weggenommen? Ja, ja, dann kann ich gerade halt wirklich nur warten, bis ich Blitz machen kann, ne? Oder es herkommt. Dankeschön. Well, ich komme nicht an. Ich mach das. Können wir den Ärger auch probieren? Alles okay? Laut!
Natürlich. Natürlich. Natürlich, Cloud. Es ist noch nicht vorbei. Regina rauf. Übernimm du. Roger, ich übernehme. Ich komm da nicht ran, ne? Das ist doch ein Problem. Ist das alles? Los, gib alles. Ich leg los. Cloud, warum bist du? Ups, irgendwas ist hier gerade schief gegangen. Er ist tot. Ups. Ups. Moment, erstmal heilen. Ich zähl auf dich. Ausgerechnet jetzt. Was haben die anderen ausgerüstet? Ich glaube, wir haben Leviathan. Aber ob Leviathan hier funktioniert? Wasser und so? Die haben halt keinen Blitz. Ich meine, er ist nicht resistent gegen Eis. Wir können also einfach Shiva mal raufkloppen und das Beste hoffen, ne? Woanders neu anfangen. Ja, maybe. Bin bereit. Ob das so einfach wird, wie gesagt. I don't know. Ich zähle auf dich. Hier kommt Barrett. Schön weiter aussteigen. Ihnen sauber. Klappt. Der hatte aber noch HP? Fragezeichen. Wie bitte? Hat er gerade ein Baby gemacht? Nicht aufgeben. Magischer Abwehrmodus. I don't like that. Nee. Achtet auf den Laser. Shit. Viel Erfolg. Ziemlich. Ja, am Arsch der Welt. Brauch eigentlich wirklich Hass. Erstmal. Wir müssen halt auch alle. Shit. Was macht ihr denn schon hier? Cloud steht schon wieder nur rum. Er steht halt einfach nur rum, so, was mach ich denn hier? Ich weiß ja nicht. Nicht übertreiben. Der pennt, ja. Überlass das mir. Neuer Versuch. Dein Einsatz. Lass mich mal. Dann übernimm. Barrett, das war's. Ich hab dir was gegeben. Was für eine Blamage. Ein Barrett.
schon dahin. Ich glaube, ihr solltet da weg. Er explodiert gleich. Was? Verdammt! Recorded! Ja, es war nur mal knapp. never mind. Bye, Barret. Tiefer. Barret. Ihr habt einfach mehr Glück als Verstand, ne? Das gibt einen blauen Fleck am Arsch. Besser als jede Achterbahnfahrt. Na, dann weiter. Bin dabei. Auf in die Höhle des Löwen. Und los. Natürlich, Tifa hält das auch aus. So 100 Kilogramm Barret mit einer Hand. Die kann das. Barret, was? Pizza ungenießbar? Hä? Das passt so absolut gar nicht zum Kapitel, aber okay. Barret hat hier nur eine Brille, jopp. Aber auch nicht immer, nur manchmal trägt er die. Um ein bisschen cooler zu machen. Du siehst schon ein bisschen epischer aus, ne? Als im Original. Anhalten! Was für ein freundlicher Empfang! Bei so einem Anblick kann man fast die Hoffnung verlieren. Verzweiflung geht dann um stärker. Manchmal zumindest. Spart euch die auf. Gut. Und was nun? Stürmen wir knallhart frontal rein? Macht mit Sicherheit Eindruck. Wir sind nicht zum Spaß hier. Treppenstein, Treppenstein. Zur Rückseite. Dort ist der Eingang zur Tiefgarage. Wenn ich nicht mein Treppensteigen bekomme, dann... Ne? Ist halt alles ein bisschen anders natürlich, ne? Klar. Sieht schon episch aus. Aber das Hochkraxeln war schon ein bisschen anders rübergebracht. Das Gebäude... Boah, ist so ein bisschen... Wie viel da los ist. Ich sag dir, Midgar haben sie einfach so gut ausgearbeitet und vergrößert. Das ist halt einfach krass. Krass! So, wartet mal kurz. Ich guck mal, was es hier gibt. Kisten.
wenn ich jetzt nicht 3 Stunden Treppen laufe, dann, ne? Will ich mein Geld zurück. So, ist hier abgesperrt oder ist das ein Geheimgang? Nope. Eine Sackgasse. Okay. Boah. Irgendwo da ist Aerith. Da werden wir ein bisschen was zum Angucken haben, wa? Wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. Verbarrikadiert. Ich fühle mich geehrt. Wir sind sicher nicht deren einzige Feinde. Denk an die Hauptgruppe. Oder Wutai. Mit Wutai herrscht auch Waffenruhe. Jede Pause ist mal vorbei. Gerade wenn sie halt im Moment die Fake News verbreiten, dass Wutai ja, ne? Spione hierhin gesandt hat. Und ihre Reaktoren und die Platten wegsprengen. Ich meine, irgendwann werden die ja auch wohl sagen, ey, hallo, wollt ihr uns verarschen? Wir waren das nicht, also fuck off. Jetzt erst recht. Ja, die Grafik ist mega, I know. Das halt sowieso immer. Wir sind hier, um Aerith zu retten. Nicht für deinen Rachefeldzug. Feindkontakt vermeiden wir. Weiß ich doch. Aber das mindert die Wut in mir nicht im geringsten. Und irgendwie muss man doch Dampf ablassen. Verdammt nochmal. Schmeiß deinen Controller umher. Das hilft manchmal, so einen Controller einfach mal wegschmeißen. Glaub mir. Dann geht's so 5 Minuten besser. Ich meine, wir sind halt auch nicht wirklich unauffällig, ne? Mit unseren dicken Schwertern und so. Geht's da unten lang oder da? Ups. Ich glaube, hier ist nur so eine kleine Ausruhecke, ne? Keine Musik. Ich glaube halt, ich könnte halt nochmal Zeit holen, dass 2 Hasp nutzen können. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Natürlich keine alle Substanz. Materia, Überraschung. Naja, wird schon schief gehen. I guess. Mein Freund hat von mir einen neuen Controller geworfen. Oh boy. Ab und zu, ne? Ab und zu. Ja, fliegt der doch schon ein paar Meter, der arme Controller. I know. Natürlich total ungewollt, ne? Der rutscht mir einfach total aus der Hand und fliegt 10 Meter. Upsi. Aber heutzutage auch nicht mehr so oft wie früher, also. Shinra. Mir nach. Aerith is not amused. Fällt ja auch gar nicht auf. Alles okay? Bei dir? Alles okay. Hier auch? Sehr gut. Guck doch mal nach oben, maybe. Gut, könnt ihr Tolle machen. Der Kontrollpunkt wäre passiert. Hi! Was wollt ihr hier? Wir wollen, weiß nicht, euch auf Kaffee und Kuchen einladen? Fragezeichen? Nichts überstürzt. Jetzt kann ich dir das sagen.
Dabei waren die so blind, wisst ihr? Was ist da los? Stehen bleiben! Widerstand ist zwecklos! Oh, Motorräder. Ist hier sonst noch was? Achso, da ist ja. Oh, hi, hi. Sorry, ich dachte, wir sind fertig. Sollte das aber eigentlich nicht sein, Barrett. Wir wollten uns leise reinschleichen. Und nicht unnötig Aufmerksamkeit auf uns ziehen, aber hat jetzt nicht so gut funktioniert irgendwie. Ach Gott, jetzt wieder rüber. Was ist los? Kein Kontakt zur Zentrale mehr. Klopp, klopp. Haben die uns sabotiert? Da, sag mal. Hi. Dann übernimm. Was sollte rein? Übernimm bis wir am Ziel sind. Vor allem, wie viele Typen sind bitte in so einer fucking Tiefgarage am Wache schieben? Hä? SF? Wait. Wo geht's lang? Ah, hier, maybe. Ne, Moment, hier bin ich reingekommen, oder? Orientierung wieder on point. Wie komme ich da hin? Ist das hier ein Eingang? Gut, dass ich absolut keine Orientierung besitze in diesem Spiel. Bin ich doch nicht hierher gekommen? I'm so confused. Ich bin echt verarscht verlaufen. So, vor den 3 Stunden Treppenlaufen erstmal 3 Stunden Tiefgarage überprüfen. Okay, ich glaube, das müsste der richtige Weg sein. Da sind Typis. Was wollt ihr hier? Jetzt kann ich dir das sagen. Überlass das mir. Jetzt nicht schlecht. Ich gebe ihr eine Minute zu früh Vita gar und er stirbt trotzdem. Wo
ist meine Phönixfeder? Hallo, Phönixfeder, da. Ich zähle auf dich! Die Arbeit! Vergiss es! Meine Güte, nix kriegt der Junge hin hier. Wende erste Hilfe an! Ich sage dazu jetzt mal nichts, ne? Ich habe geheilt, aber okay, wohl doch nicht. Ja, in einer Nanosekunde vorher. Und das machen die bei mir gerne bei Limit oder bei Heilung. Erstmal abkratzen. Müsste eigentlich schon längst durch sein, aber nö, erstmal abkratzen. So aus Prinzip, wisst ihr. Limit weg oder MP weg, aber nicht geheilt. Okay. Wo komme ich jetzt durch? Ups. Erstmal alles schrotten. Kein Schild weiter! Das hatte ich nicht vor. Oh shit. Schon wieder keiner. Jetzt überstürzt. Rosa, ich übernehme. Du bist am Zug. Das ist ziemlich busy. Ich zähl auf dich. Dein Einsatz. Oh mein Gott, ich habe hier gar nichts zum Heilen. Ah, Aethers. Lass das beenden. Ich bin bereit. Ja. Gut. Was meinst du? Was draus? Bereit für mehr?
Ich brauche einfach mehr MP-Heilung in diesem Spiel. Nö! War ja total unauffällig, ne? Ich habe keine Ahnung, ob was wir in der Tiefgarage kontrollieren wollen. Aber. Ist das hier richtig? Probably, I guess. Klopf, klopf. Wenn das hier so die Treppen sind, dann weigere ich mich. Na, alles gut? Wir haben Zeit, ne? Ich meine, also. Immer mit der Ruhe und so. Ja. Ich will meine Treppen steigen. Sind es ja doch irgendwie im Vordereingang. What is this? Gib mir meine Treppen. Wie ausgestorben. Ja. Hast du eine Idee, wo sie Aeris festhalten? Hab ich. Vermutlich in der Forschungsabteilung. Und wo ist die? Oben. Ich mal. Ganz oben. Ganz oben. Ja. Denkst du also? Gucken wir am Empfang. Vielleicht finden wir da was. Okay. Ganz nett eingerichtet. Dieser Angeber. Irgendwann wird dieser Protzbau zerbröseln. Dafür sorge ich schon. Aber bitte nicht heute. Mal gucken. Sieht schon cool aus. Gut, hier kommen wir nicht hoch. Natürlich, abgesperrt. Da können wir nicht einfach rüberspringen, ist ja klar. Entschuldigung. Oh, hier sind die Aufzüge, die zwei. Sag ja, man erkennt halt so viel wieder aus dem Original, ne? Klar, sie haben alles vergrößert und aufpoliert und alles, aber das Layout und so, das... Ja, ist halt einfach bekannt irgendwie, ne? Du kennst es halt einfach. Oh je. Oh! Oh, Leute! Ich glaube, ich weiß, was uns nachher blüht. Wobei wahrscheinlich, wenn überhaupt erst im nächsten oder übernächsten Stream. I think. Eine Laserbarriere. Die löst sicher Alarm aus. Diese ollen Spielverderber! Sehen wir mal oben nach. Ich kann ja mal anfassen. Ich meine... nicht? Okay. Und? Wie kommen wir rauf? Entweder mit dem Fahrstuhl oder der Feuertreppe. Die Forschungsabteilung ist ganz oben, oder? Feuertreppe? Wir nehmen natürlich den Fahrstuhl. Was? Bist du dir da sicher, Barrett? Dass wir den Fahrstuhl nehmen. Das sieht schon echt cool aus. Viel zu viel Platz für die, aber egal. Und ja, klar, einen Kaffee haben sie auch noch. Alles klar. Guckt zu ihrer Cloud-Figur. Guckt zurück. Guckt zur Cloud-Figur. Ja, ich glaube, ich werde mit dir Spaß haben. Irgendwann nochmal demnächst. Weil wenn wir entscheiden können, ich weiß nicht, Chat, was meint ihr denn? Fahrstuhl oder Treppe?
Kann ich aber speichern? Nicht, dass ich aus Versehen falsches hingehe. Aber ich glaube, jeder will die fucking Treppen sehen, außer Barrett. Der ist es ja, das Motorrad, ne? I know. Die Figur ist sehr geil. Just saying. So, ich weiß halt noch nicht, wo hier was ist. Hier ist die Fahrstuhlhalle, aber ich will nicht zum Fahrstuhl. Ausstellungsraum? Wo ist meine Feuertreppe? Notausgang, maybe? Das hier? Ich gehe erstmal kurz mich da umgucken. Safe. Als ob ich den scheiß Fahrstuhl nehme. Warum ist hier eigentlich alles dicht? Komm ich wahrscheinlich nicht rein, oder? Tütüt. Ich benötige eine autorisierte Schlüsselkarte. You are not welcome here. Hi, Renndrängen live. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Heute ist irgendwie so wenig los, ne? Ist so ruhig. Ich weiß gar nicht, warum. Ist heute irgendwie noch ein Event oder so? Oder? Weiß nicht. Ich weigere mich, zu den Fahrstühlen zu gehen. Fuck it. Aber ich will kein... Was soll das? Square, wo ist meine Treppe? Ich gehe zu Fuß. Ich will meinen Spaß haben. Oh, wir kommen nirgendwo hin. Ja, that's bad. Ohne Schlüssel kommen wir wohl nicht drauf. Hier werden anscheinend Schlüsselkarten benutzt. Ich glaube, ich habe irgendwo eine gesehen. Am Empfangsschalter. Lololol. Kommen wir ran. Von oben reinspringen. Vielleicht geht's ja von oben. Guck, du bist tiefer. Wenn man sich die Lampen entlanghangelt, geht's vielleicht. Also mich tragen die nicht. Ich wollte gerade sagen, aber wenn, dann tiefer, oder? Ich versuch's mal. Mhm. Von uns dreien bin ich schließlich am leichtesten. Schiebt ihr in der Zwischenzeit Wache. Würde ich aber auch mal sagen, dass sie am wenigsten wiegt, ne? Also Männer, überlasst das mal mir, ja? Bubi Power. Okay, ich versuch mal mein Glück. Fall bloß nicht runter. Wird schon schief gehen. Ich hoffe, du bist schwindelfrei, Tifa. Ich würde das nicht machen. Okay, und jetzt? Komme ich darüber? Bist du okay? Mich Bruchlandung, ups. Oh, nice. Ich könnte einfach durchfahren. Ja, da geht's nicht lang, ne? Ich kann da hoch, I know. Ich guck aber erstmal, ob hier noch irgendwas ist. Zum Beispiel eine Kiste. Irgendwie komisch, jetzt sie zu steuern, ne? Tap, 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 tap. Mhm. Interessant, ja. Nice. Sieht schon cool aus. Na gut, dann kletter ich mal wieder oben rauf. Jupp. Komm ich da überhaupt? Oh. Ja, das hat es jetzt nicht so gebracht. Hä? Hä? Wait. Aber wie komme ich denn dann wieder hoch? Ich dachte, ich kann einfach vom Auto da wieder hochspringen.
meine, die sind doch da eigentlich recht nah dran, oder nicht? Mal darauf? Ah! Da hochgehe, komme ich wieder an die Lampen, I guess. Man sind da Polster, ja. So, ne? Als ob sie es gewusst hatten. Okay, was ist los? Sogar noch was für dich. Schon pink? Das hat 4, das hat auch 4. Ja, machen wir. Nimm mal mit, ne? Ist cool. Ist pink und ist cool. Jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen fertig machen. Crit ist auch immer nice. Ein bisschen Abwehr machen wir. Ich meine, 10% ist nicht viel, aber... Okay, wir haben jetzt Crit plus 20%. That's nice. Sein ganz Leere wird zu 70% aktiviert. Ich weiß immer noch nicht, was genau das ist, wenn ich mal ehrlich bin. Von Entfesselung. Scheint jedenfalls ganz nett zu sein. Mal hoch machen. TP, ja, I mean. Nochmal Crit. Schauen wir mal ganz kurz, was wir da noch reinstecken. Ich habe halt leider auch nur einmal wiederbeleben. Doch Barriere. Das Problem, was ich halt habe, ist dadurch, dass ich halt nur ein Alle habe. Und dass da eine Heilung drin ist. Mit Hass und mit Barriere. Es wird halt einfach zu lang dauern, weil der ATB-Balken arschlahm ist. Die Barriere Durchbruch anwendbar. Don't really need that. Ob Widerstand ganz nett ist. Ich meine, wenn wir es halt leveln vielleicht, ne? Oder ich hau mir wieder Stehlen rein. Das Problem ist halt nur... Auch da brauchst du Slots, ne? Oder ATB-Balken, das kann halt ziemlich lang dauern. Magie-Boost hast du, nimm mal MP-Boost. Wie gesagt, MP sind halt hier echt immer low. Und wir haben auch TP-Boost drin, du hast auch MP-Boost, ne? Und MP Boost. Er hat nur TP. Ist aber okay erstmal. Obwohl, maybe finde ich für ihn sogar noch ein Slot, ein Material Slot. Muss ich mal ganz kurz gucken, ja. Hier nicht. Da ist noch einer. Irgendwo ist hier noch einer. There you are. Das ist nun... I don't get it. Da steht dann immer zusätzlicher Materia-Slot, aber im Endeffekt verbindet der das nur.
Und verbinden brauche ich halt bei ihm überhaupt gar nichts. Dann sag doch einfach, ein vorhandener Materia-Slot wird verbunden und nicht ein neuer Materia-Slot. Das ist ein bisschen komisch ausgedrückt. Jetzt ein pinkes Top oder so. Oh, die sehen aber stylisch aus, die Handschuhe. Ist mal nicht so schlecht, nicht so ganz, aber haben was. Okay, dann gehen wir uns wieder zurück. Tja. Dann ist jetzt diese Entfestung von... Ja, ja, habe ich auch schon gesehen. Bei der Standentfestung wird dann irgendwie stärker oder so. Wollen sie ja nicht einfach Entfestung sagen? I don't know. Gut. Eine Kraftprobe? Na, da bin ich doch dabei. Ja, dann mach mal. So. Mal gucken, wie lange sie es aushält. Da lang. Ja, genau. Geradeaus. Und jetzt loslassen. Gut gemacht. Wait. Bin ich überhaupt richtig? Doch. Wo guckt ihr schon wieder hin, Männer? Das macht man nicht. Das ist eklig. Was? Man sieht ja eh nichts, sie hat ja Panties unter, also von daher. Okay. Dann einmal. Okay. Ja, genau. Fein. Nicht aufgeben. Was denkst du denn bitte? Was denn? Da, ihr guckt doch alle. Ich muss aber so ein bisschen gucken, weil sonst sehe ich halt nicht, wo es lang geht. Actually sehe ich das gerade gar nicht. Nicht blöd. Da lang. Ich glaube, so muss das sein. Okay, ja, ich sehe schon. Gleich ist's geschafft. Freut euch auf meinen Abschlusssprung. Nichts versteckt. Richtig. Nicht nochmal auf die Fresse fliegen, please. Beklaut hat die nicht runtergekommen. Naja, siehst du ja auch nicht wirklich was. Ob sie das schafft? Let's see. Und hoi. Und was? Hoi. Und hoi. Und na komm. Hoi. 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 Easy. Meisterdiebin. Oh. So kann man die Barriere vielleicht ausschalten. Hä? Hat funktioniert. Oh. Sie war das nicht, ne? Ich habe gar nichts gemacht. Hm. Na, auch gut. Tifa, kannst du gucken, wo die Forschungsabteilung ist? Klar, einen Moment bitte. Bingo. Das Labor von Professor Hojo. Etage 65.
Per Aufzug oder Treppe kommt man aber nur bis zum Himmelsfoyer in Etage 59. Wer weiter hoch will, muss sich erst am Empfang im Himmelsfoyer akkreditieren lassen. Oh, I know that. Dann schauen wir da mal vorbei. Es wird sehr spannend und lustig. Aber ich weigere mich, in den scheiß Auszug zu gehen. Ich meine, sie hätten halt wenigstens... Sie hätten es doch wenigstens so machen können, dass es wie im Original ist, entweder halt der sichere Weg, die Feuertreppe, oder halt du gehst das Ganze mit dem Aufzug und musst kämpfen. Hier ist es halt so, ja, ist halt egal, was du nimmst, ne? Ich meine, du hast die Schlüsselkarte, Barrett sagt, unbedingt, du musst unbedingt den Fahrstuhl nehmen. Aber dann ist doch der ganze Spaß weg. Nur wenn man das Spiel nicht kennt, also das Original, dann geht man natürlich wahrscheinlich zum Aufzug, oder? Ja, ey, hallo, als ob ich den Aufzug nehme. Bin ich blöd oder was? Ich will die schon mal ein bisschen quälen. Please. Nur wie gesagt, man hätte halt wie im Original sagen sollen, hey, wenn ihr den Aufzug nehmt, ne? Also vorne reinrennt, dann müsst ihr halt kämpfen oder keine Ahnung. Ne? Weil sonst nimmt doch eigentlich jeder, der das Original nicht kennt, den Fahrstuhl, oder? Warum sollte man sonst die Treppe nehmen? Außer man weiß, wo man sich drauf einlässt. So, ich hoffe, ihr habt Tee und Popcorn dabei. Los geht's, ne? Muss das sein? Besser, als mit der Tür ins Haus zu fallen. Ja, ja, ist schon klar, aber... Er hat jetzt schon keinen Bock mehr. Sind doch bloß ein paar Treppen. Echt? Ein echter Klacks. Das ist kein Rennen, okay? Wer ihr hetzt. Also, Barrett, wir haben das im Original gemacht. Also werden wir es auch im Remake machen. Ja? Wir nehmen hier keine Abkürzungen. Moment, Nase juckt. Hey, hör auf vorzudrängeln. Wie es oben wohl aussieht? Sicher besser bewacht. Da oben sind wichtige Einrichtungen. Die werden leichtes Spiel mit uns haben, wenn wir keuchend da ankommen. Wir müssen uns unsere Kräfte gut einteilen. Sei nicht so eine Muschi. Können wir also mal eine Pause machen? Mensch, Barrett. Es sind doch nur ein paar Treppen. Wo muss ich hin? 50? Oder so? Uiuiui. Guck ich hier rein? Weil hier 10. Etage allgemein irgendwas steht? Nee, ne? Naja, gut. Wollen wir es nicht aufgeben? Ihr könnt es auch auf mich schieben. Geht dir etwa die Puste aus? Und wovon träumst du sonst so? Oh, könnt ihr den Quatsch bitte lassen? Vom Streiken werden die Stufen auch nicht weniger. Tifa, ich wollte doch nur... Deine Ausreden kannst du dir für oben aufheben. Ey, ist immer nicht so zickig, nur weil ich die Treppe nehme. Also bitte, die paar Stufen. Lalala, 15. Und sonst so? Ich glaube, die verkloppen mich, wenn ich oben ankomme. Forschung und Entwicklung sind also ganz oben. Hey, das ja echt kaputt machen will. Ja, ganz genau. Na, zum Glück! Kletter ich gerne. Hört mal die an. Ja. Ich kann dich nicht hören. Barrett kannst du mir überlassen. Wie einfach schon am Verkacken ist. Sorry, Kumpel. Dann schieb mal ein bisschen. Nö, kriegst du schon hin, Digga. Vergiss es. Und tiefer einfach schon sonst wo. Guck mal, Barrett, die Hälfte haben wir gleich. Komm, die paar Treppen schaffen wir noch. Lässt sich wohl noch nicht von Tifa abzocken, oder?
26. Na, Schlafpause. Tiefer juckt das nicht. Nö, tiefer ist einfach schon, weiß ich nicht, im Arsch der Welt irgendwie. 100. Etage. Also ich kann auch nicht schneller rennen, ne? Just saying. Klappe! Yo! Sind ganz nah an dir dran. Stadtplanung. Du fliegst dir auf einmal so fit? Muss ein Treppenhoch sein oder so. Lass mich vor, du Sack. Ich lose doch nicht gegen dich. Reicht schon, dass ich gegen Tifa lose. Vor allem, sie hat eigentlich genauso schlapp gemacht. Ja, 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 da ist sie ja halt. Ja, ein bisschen. Aber geht schon wieder. Also, ich gebe zu. Super! Dann spurtet mal los! Ich gebe zu, ich hätte auch absolut keinen Bock auf 50 Etagen. Wenn ich stehen bleibe, falle ich doch tot um! Cloud! Cloud rennt halt nicht mehr. Cloud hat auch keinen Bock mehr. Das müssen wir natürlich verhindern. Los! Cloud rennt nicht mehr. Ich drück schon R2 und so, weil er macht nichts. Er hat keinen Bock mehr. Cloud, beweg dich! Ich will nicht verlieren! Nee, geht nicht. Weltraumforschung. Oh, nice. Als ob wir gegen die verkacken, ne? Ja, eben. Man sollte meinen, so als Soldat schaffst du das. Aber er geht nicht. Er rennt nicht mehr. Er macht es nicht. Er weigert sich, bei mir zu rennen. Kannst du ja mal fragen? Glaub kaum, dass sie dir antworten würde. Mann, Cloud. Wieso hänge ich so hinterher? Für dich zu krass. Sollte ein Witz sein. Ey, du zickst doch genauso, Tiva. Also ich wäre auch schon längst tot. Gebe ich ganz ehrlich zu. I feel you. Aber als Soldat kannst du doch nicht einfach Stopp machen. Er will nicht mehr laufen. Er streikt. Dann, ne? Gegen die Frau verlieren. Dieser Weg zieht sich echt endlos. Aber wenigstens braucht man nicht kämpfen. Eben. Was sind ein paar... Lass es bitte. Wieso? Lieber ein paar Treppen als tausende Shinra-Soldaten. Okay? Okay. Weil wir kein Unglück heraufbeschwören wollen. Ja. Klopf lieber dreimal auf Holz. Aber schnell. Aha. Lässt du mir deinen Kopf? Die bringen sich selber um, bevor sie ankommen. Halt einfach den Mund. Mal, bin nur ich das oder wird er immer langsamer? Ich glaube, Cloud stirbt gerade. Etagen, ist doch easy. Was wollt ihr? Gleich krabbeln war die restlichen 2, 3. Toller Soldat. Große Nummer. Große Nummer, Cloud. Du wurdest von Tifa abgezogen. Und sogar von Barrett. GG. Ich drehe jetzt um. Ich glaube, er ist pisst. Du
willst die ganzen Stufen wieder runterlaufen? Und gleich so Game Over, falschen Weg genommen. Hey, Barrett, hab dich aufgeholt. High five. Na, alles gut, Junge? Lass mich mal vorbei. Dankeschön. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Was? Manchmal musst du Gefühle verstecken. Was? Ich glaube, er ist kaputt gegangen. Oh, guck mal, Tifa. Hi. Warte auf was. Alles gut. Ich lebe. Oh Gott. Wir leben noch. Ich glaube, wir sind da. Ja. Jetzt den Weg wieder runter. Geschafft. Geht's euch gut? So macht's doch viel mehr Spaß, als einfach den Aufzug zu nehmen. Jetzt wird es ernst. Gut. Los geht's. Wir sind einfach jetzt schon tot. Bakteriogenese, what? 70, 80, 90, 100, 110. Marco-Dichte erreicht kritisches Ausmaß. Boobies! Initiiere die Kühlung mit Frostmaterie. Mit Verlaub, Zeit für ein Meeting. Mit Verlaub. Wage es nicht, mich in diesem wichtigen Moment zu stören. Makrodichte und Materia im stabilen Bereich. Alles klar. Der Materia-Kern nimmt an Masse zu. Scarlet ist immer noch eine Bitch. Steckt mein Schatz. The fuck ist mit dir los? Oh, Verzeichner Anomalien. Wir gehen. Grenzwerte überschritten, weiter steigen. Die Lösung beginnt sich zu kristallisieren. Kontrolle verloren. Verdammt, wir werden alle. Mischt hinterher alles schön auf. What the fuck? Himmelsfoyer, hm? Ist in der Tat. Also, wenn jemand hier einen Job möchte, als Scarlets Schoßhündchen, ne? Scheint lustig zu sein. Man darf hier hinterher kriechen und ein bisschen ihre Käsefüße riechen. Alter, wie sie Scarlet einfach noch bitchiger gemacht haben. Ja, Bitchfight mit Tiefe und Scarlet kann lustig sein. So, und jetzt wieder runter die Treppen. Nicht? Keine Lust? Verstehe ich gar nicht. Habe ich schon gesagt, dass es echt geil aussieht alles? Ha, Midgar von oben. Es hat so ein bisschen Skytree-Feeling. Oder Tokyo Tower. Oder wo du überall halt in Tokio runtergucken kannst. Oh, guck mal die Reaktoren. Da sieht man sogar die Mako-Energie. So beautiful Spiel. Es hat sich doch voll gelohnt, die Treppen zu laufen. Bisschen Pornomusik im Hintergrund. Bitte, bitte lass meine Frau und meine Tochter am Leben sein. Scarlet, wie gesagt, bitchiger. Jetzt bitchiger mehr denn je. Seht mal. Cloud, komm mal rüber. Ja, hübsch, gell? Oh, ich will wieder auf dem Tokyo Tower das Skytree oder so Tokyo von oben sehen. Das ist so ein Feeling, das glaubt er nicht, ne? So eine Aussicht. Diese Asche. Fahren hier hoch und sehen die Aussicht. Und freuen sich in Wolf, wie schön das alles ist. Jedes einzelne dieser Lichter brennt nur,
weil Shinra dem Planeten das Leben aussaugt und die merken es nicht mal. Ja schon, aber es ist hübsch. Das wäre mir ja fast auch so gegangen. Ich verstehe natürlich, worauf er hinaus möchte, ne? Die Reaktoren, die den Lebenssaft abzapfen. Ist nicht gut, klar. Sollte man aufhalten, bevor der Planet zugrunde geht, aber dennoch sieht es scheiße geil aus, Barrett. I'm sorry. Ich mach mal jetzt noch einen Tee und dann sitzen wir hier 5 Stunden und gucken einfach nur auf Midgar hinab, okay? Okay, Pornomusik hier irgendwo. Was hat Avalanche vor? Wollen sie Midgar zerstören? Dafür Shinra. Von Unschuldigen in Kauf zu nehmen. Ja, sagt das dem Präsidenten. Ja, Scarlett haben sie halt echt schon cool getroffen. Kannst du nicht anders sagen. Sie ist noch bitchiger als im Original. Okay, und hier werden wir wahrscheinlich mit den Aufzügen dann gelandet. So, nochmal runter und nochmal nach oben laufen, nur für Barrett. So hübsch. Hi. Wie hübsch das hier ist. Hallo, Heiko. Sie wünschen eine Besichtigungstour? Unser Besichtigungsprogramm beginnt in der 60. und endet in der 64. Etage. Bitte folgen Sie der Route. Am Ausgang jeder Etage befindet sich ein Gerät, mit dem Sie Ihre Karte aktualisieren können. Erst danach können Sie die nächste Etage betreten. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei Ihrer Reise durch die spannende Welt von Shinra. Schön, wir werden auf Turi machen. So umständlich machen. Kam euch das nicht auch irgendwie komisch vor? Verdächtig reibungslos. Mhm. Nicht wahr? Ob es eine Falle ist? Die sollen's ruhig versuchen. Dann kann ich mich endlich abreagieren. Erstmal hier ein bisschen Turi spielen. Gefällt mir. So, lass mich mal gucken. Ist wahrscheinlich egal, ob ich links oder rechts gehe, oder? Ich will nichts übersehen. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Es war auch schön gut. Ach, ja. Was sind die eigentlich für alles diese scheiß Schlüsselkarten haben? Wir sind in ihrem Hauptquartier. Was erwartest du? Sag mal, musst du ständig eine Lanze für deinen ehemaligen Arbeitgeber brechen? Die Wahl zum Mitarbeiter des Monats ist für dich eh gelaufen. Weiß ich auch, danke. Hast du auch. Sieht schon cool aus. Oh, tiefer! Nicht so stürmisch. Passiert bestimmt noch was. Mal kurz auf die andere Seite dennoch, ob da was ist. Und ein paar Leute, sagt ihr was? Wie lange der Wiederaufbau wohl dauern wird? Wenn sie wieder aufbauen. Ich glaube, die Midgar, die Shinra-Typen haben da im Moment nicht so wirklich Bock drauf. Die scheißen so ziemlich auf Midgar, aber könnt ihr nicht wissen, ne? I know. Okay. Sieht so hübsch aus, ey. Das haben sie jetzt echt wirklich gut umgesetzt, das ne? Das kann kein gesunder Verstand nachvollziehen. Avalanche, was sind das bloß für Typen? Dreh dich mal um, dann siehst du uns. Ich mag die Pornomusik. So eine Taktik schreit geradezu nach Wutai. Komm ich hier rein. Ist was? Können wir denn gar nichts tun? Irgendwas? Muss schon hoch, ne? Ja. Hier gerade was? Habt ihr es gesehen? Kurz? Ja, kurz irgendwie in. Strange.
So, nicht laufen, ne? Immer vorsichtig, Leute, immer vorsichtig. Untersucht alle Reaktoren und Pfeiler. Ja, ganz genau. Nein, alle. Wir müssen jedes Risiko ausschließen. Bei der kleinsten Auffälligkeit will ich einen Bericht. Darf ich kurz stören? Ja, natürlich. Ich habe hier den fertigen Schadensbericht zu Sektor 7. Sie sollten sich aber auch eine Pause gönnen. Nein, unser Meeting ist schon bald. Ich muss die Schäden und Reparaturmaßnahmen sondieren. Oh, bitte lass mich das Klo hochklettern. Ein ganzes Viertel zu zerstören, ist einfach unentschuldbar. Sowas tut niemand bei Verstand. Mag sein, aber das dürfen Sie nicht in dem Meeting sagen. Unter gar keinen Umständen. Das weiß ich doch selbst. Aber wenigstens etwas hier hat, etwas hier. Jemand hier hat etwas Grips, ne? Reef? Who are you? Aber bin ich die Einzige, die Reef halt echt nicht wiedererkannt hat beim ersten Mal so? So heavy ist das. Oh, Reef, hey, hi. Ja, Reef ist cool. Okay, let's see. Es geht noch weiter hoch, aber ich guck mich erstmal um, ne? Ach du heiliger Scheiße. Willkommen zu Ihrer Führung durch die aufregende Welt von China. Ja, moin. Was kommt jetzt für ein Scheiß? Hier in der Ausstellungshalle widmen wir uns dem Leben des Direktors, den zahlreichen Abteilungen unseres großartigen Konzerns, sowie der Marco-Stadt Midgar und ihrer faszinierenden Energieform. Die Ausstellung ist in drei große Bereiche unterteilt. Ja, ja, ist schon gut. Ja, geil. Ja, wir sehen auch aus wie so die üblichen Touris, ne, mit den Waffen. Ach je, der Dude hat echt ein paar Probleme, oder? Langsam reicht's, finde ich. Hier mag sich halt jemand besonders gern. Who is this? Keine Ahnung, was das sein soll. Ein paar Typis. Okay. Sicher haben Sie eine Menge über den Direktor und die Firma erfahren. Gar nicht, nee. So hautnah wie hier atmen Sie Geschichte nirgendwo sonst. Boobies! Es wird halt nichts dazu gesagt, ne? Heidegger, ja. Gar nicht wiedererkennt. Das hat auch so bescheuert. Und es geht spannend weiter, denn im nächsten Teil unserer umfassenden und einzigartigen Ausstellung stellen wir Ihnen unsere einzelnen Abteilungen vor. Sie werden staunen, in welchen Bereichen Shinra neben der Energieerzeugung tätig ist. Oh Gott. Seien Sie gespannt. Dieser Kotzbrocken da. Oh, alte Bekannte. Davon haben wir schon so einige verschrottet. Ja. Advanced Weaponry, ja. Da haben wir tatsächlich schon welche von... Oh Gott, verschrottet. Die Ausstellung über die Waffenentwicklung wird momentan umgebaut. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Hm.
Oh boy. Wie bitte, was soll ich tun? Das hier lesen? Aha, lass doch mal sehen. Willkommen im Shinra. Hier ist doch bekloppt, der Dude. Der Palmer. Die Abteilung für Weltraumforschung, der ich voranstehe, nutzte hochleistungsfähige Raketenantriebe aus der Waffenentwicklung. Trink mal kurz Wasser. Um das weite All und seine Ressourcen zu erobern. Jetzt, wo wir das Makro haben, liegen die Weltraumprojekte auf Eis. Ja, nach das Masit. Was ich bedauerlich finde. Ich finde das schön, dass Palmer wenigstens noch so bescheuert getroffen ist. So lächerlich, ne? Weil Heidegger haben sie halt echt zum Bösewicht hochgearbeitet, aber Palmer ist halt immer noch so die Lusche schlechthin. Das stimmt, die Ausstellung ist echt cool gemacht. Allgemein das ganze Shinra-Gebäude. Haben sie cool gemacht. Ah. Kackbratzen, Mojo. Herzlich willkommen im Shinra-Gebäude. Was die Forschungsabteilung Großartiges leistet, vermögen Kleingeister wie Sie natürlich nicht zu fassen. Deswegen erspare ich mir eine Erklärung einfach. Die Wissenschaft schreitet stetig voran, ob Sie es merken oder nicht. Momentan ruht sie allerdings und alles nur wegen dieser Aufnahme. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Zeit zu vergeuden. Also entschuldigen Sie mich bitte. Sie haben doch sicher die Güte. Okay. Soldiers, probably. Oh, euch kenne ich auch. Ja. Immer schön Experimente, ne? Ja, ja, ja. Jetzt habe ich da aus. Urban Planning. Oh, das ist Reeve, ne? Willkommen im Shinra-Gebäude. Der Einzige, der einigermaßen nett hier ist. Die Abteilung für Stadtplanung kümmert sich um den Bau und die Instandhaltung der kompletten Infrastruktur von Midgar. Von den Makro-Reaktoren über die Platte und ihre Pfeiler bis zu den Wohngebieten und dem Verkehrsnetz. Aktuell wird die Konstruktion von Schnellstraßen vorangetrieben. Wir hoffen, dass Ihre Fertigstellung dazu beitragen wird, das Leben unserer Bürger noch komfortabler zu gestalten. Vielen Dank, dass Sie Shinra unterstützen. Außer natürlich, wir sprengen die Platten. Hahaha, war es auch alles umsonst. What? Voll Future Midgar oder was? Final Fantasy 7. Weiß nicht. Stich 2 oder so incoming. Mit Future. Midgar. Okay. Hier sind noch mehr von ihren Schoßhündchen. Hier habe ich alles schon verkloppt. Ah, Heidegger. Der nächste Saki. Die Ausstellung über die Sicherheitsbehörde wird momentan umgebaut. Oh. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Future Midgar erinnert mich ein wenig an Bernard Garn. Das stimmt sogar. Ja, Reeve ist cool eigentlich. Ich meine, einige der Turks auch. What? Meh. Okay. In diesem Teil der Ausstellung haben Sie erfahren, in welchen Bereichen Shinra tätig ist und was der Konzern bislang schon vollbracht hat. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir nutzen unsere Errungenschaften, um ihr Leben Tag ein Tag aus sicherer zu machen. Mann, seid ihr Kotzbrocken. Schön raus. In diesem Sinne, im nächsten Teil erfahren Sie alles über Makro-Energie, die Reaktoren und Midgar.
freuen Sie sich auf eine umfassende Einführung. Stimmt, Elena haben wir noch nicht gesehen. Gleich geht es los. Die kommt, glaube ich, aber erst im zweiten Teil dann wahrscheinlich. Ne? Ich glaube, in Midgar, beziehungsweise in Midgar. Dies ist ein detailgetreues Modell der Stadt Midgar im Maßstab 1 zu 10.000. Wie Sie sehen können, gibt es 8 Reaktoren. Das war auch so billig im Original. Und Tag und Nacht frisches Mako fördern. Mako ist ein Rohstoff, der unbegrenzt im Erdreich vorkommt. Shinra fördert diesen Rohstoff und gewinnt Energie aus ihm, die ihnen auch in Form unserer hochklassigen Kraftstoffe zugutekommt. Ich glaube nicht, dass das unbegrenzt ist. Die Verbreitung von Mako-Energie hat unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichert. Midgar ist zu einer fortschrittlichen Stadt erblüht, in der das Leben niemals stillsteht. Eine lebhafte Metropole, der Mittelpunkt unserer wunderbaren Welt. Eh alles nur Lügen. Mako hat unser Leben tatsächlich bequemer gemacht. Aber Bequemlichkeit verschleiert den Blick aufs Wesentliche. Ich weiß, wovon ich da spreche. Deswegen wohnt's mich umso näher. Ja, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es unendlich Mako gibt. Aber natürlich wollen sie sich so hinstellen von wegen, hey, wir saugen die Energie aus dem Planeten? Nein, das ist endlos. Trollalal. Die Musik aus dem Intro ist ja auch wieder, ne? Voll awesome. Zumindest muss ich keine Puzzleteile suchen. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind nun ein wahrer Shinra-Kenner. Sie sind nun bereit, unsere visuelle Ausstellung auf der 61. Etage zu besuchen, wo wir mit neuester Technik hautnah in unsere Geschichte eintauchen. Na gut. Huch. Die visuelle Ausstellung bedient sich hochmoderner Projektionsmethoden von Shinra, um Ihnen ein hyperrealistisches Filmerlebnis zu bieten, das Sie völlig vereinnahmen wird. Viel Spaß! Dankeschön. Ja, dann bin ich mal gespannt. Cosmos Theater. Uhä. Total tote Hose. Was jetzt? Alles klar. Vor langer Zeit wurde dieser Planet von Menschen besiedelt, die zum alten Volk gehörten. Hä, wie hübsch. Sie waren es, die diesen Planeten bewohnbar machten. Dabei bedienten sie sich einer Energie, die tief im Erdreich schlummert. Eine Energie, die wir heute, tausende Jahre später, als Mako kennen und nutzen. Doch das ist längst nicht alles. Das alte Volk war nicht nur in der Lage, Mako zu nutzen, es verfügte auch über das Wissen, die Energie weiterzuverarbeiten. Zeugnisse dieser bewundernswerten Leistung sind uns auch heute noch in Form einiger Materie erhalten geblieben. Ebenso wie jenes Sprichwort. Der Planet gebärt uns, er redet mit uns und er öffnet sich uns. Auf das wir eingehen, in das verheißene Land, wo größtes Glück uns beschieden sein wird, auf alle Zeit. Und deswegen suchen sie das verheißene Land. Doch leider existiert das alte Volk nicht mehr. Es wurde ausgelöscht, als vor etwa 2000 Jahren ein Asteroid auf den Planeten stürzte. Ob es dem alten Volk wohl vergönnt war, in das verheißene Land einzuziehen? Dies wird für immer ein großes Geheimnis bleiben. Die Jahre vergingen und der Shinra-Konzern machte dort weiter, wo das alte Volk aufgehört hatte.
und entwickelte Methoden, Marco als Energieform nutzbar zu machen. Oh. Sah aber irgendwie gesünder aus beim alten Volk. Ein mildes Klima gepaart mit üppiger Natur und Marco-Energie im Überfluss. Irgendwo auf diesem Planeten wartet das Paradies darauf, von uns entdeckt zu werden. Der Shinra-Konzern erachtet es als seine Aufgabe, das verheißene Land aus den Träumen des alten Volkes zum Wohle aller zu finden und urbar zu machen. Oh, das wäre so hübsch, wenn es einen Nachfolger geben würde. So aufgebaut mit Neo Midgar. Das war's? Die Cutscenes sind so schön. Du bist nicht so schön. Soll das so sein? Harris! Das kann doch... Sachen gibt's, die gibt's nicht. Also ich mir gerade auf. Dass mir mal der Schmalz ausgehen würde. Dieser das Dude. Ist schon Tee ohne etwas Fett. Nichts weiter als bitteres Wasser, jo. Kid. Was hat das zu bedeuten? Der reinste Horrortrip, wenn ihr mich fragt. Sowas gehört echt verboten. Wenn Kinder das sehen, haben die echten Schaden fürs Leben. Das war nicht bloß ein Video. Was sollte wohl dieser Meteor? Das war doch sicher nur ein Show-Effekt, oder? Ich kann mir nicht denken, dass das Teil des Videos war. Das war ja definitiv ein Blick in die Zukunft, wie die Meteor auf Midgar hinab. Fällt und wir alle drauf gehen. Geil! Und Sephiroth so, ha, 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 ha. Ich bin die wahre Bitch hier und nicht Shinra. Aber ihr könnt sagen, was ihr wollt. Die Grafik ist ja so schon echt fucking wunderschön, ne? Aber in den Cutscenes, Alter, was sie da halt nochmal dann rausholen und die spielen nicht in 4K, ne? Ich glaube, 4K HDR kannst du ja hier auch noch aktivieren. Also, what? Es ist halt echt so wunderschön gemacht, ne? Und ich freue mich schon sehr auf die anderen Teile, wo es dann halt auch außerhalb von Midgar, ne? Also rausgeht in die Open World, weil wir das, was wir halt gerade schon gesehen haben, so ein bisschen von der Natur und der Umgebung und so, ne? Ja, ist natürlich vor 1000 Jahren und so, sieht dort natürlich wahrscheinlich alles nicht mehr so schön grün aus, ne? Aber... Ja, das könnte schon geil werden, ne? Wenn du denkst, so Midgar haben sie schon geil umgesetzt. Mal schauen, was sie dann mit der Welt allgemein machen. Herzlichen Glückwunsch. Hiermit sind Sie ein zertifizierter Shinra-Kenner. Bitte teilen Sie Ihre Begeisterung über unseren Konzern mit jedem, den Sie treffen. Ja, ich bin total begeistert. Auf der 62. Etage. Dort erwartet Sie unsere umfangreiche Bibliothek. Was soll das? TT? Hi. Ich habe euch bereits erwartet, Mitglieder von Avalanche. Wer bist du, Opa? Gestatten, mein Name ist Hart. Hut? Hut gab's nicht im Original. Der Bürgermeister hat mir aufgetragen, euch hier zu empfangen. Der Bürgermeister? Dieser jämmerliche Shinra-Schoß und Domino? Ja, den ehrenwerten Herrn Domino, Bürgermeister der weltweit führenden Marco-Stadt Midgar. Wir haben in der visuellen Ausstellung einen besonderen Systemfehler registriert und befürchteten, dass ihr in Schwierigkeiten stecken könntet. Was will der Bürgermeister von uns? Das erzählt er euch am besten selbst. Wir sollen ihm wohl folgen.
Aber ich hatte so viel Spaß hier auf meiner Führung. Das sah cool aus. Ich will mehr Geschichte. Aber dass sie uns halt immer wieder Aris, ne, Schicksal so reindrücken in kleinen Szenen. Die Speech. Nice. Du kannst auch ein bisschen übertreiben. Und hier soll der Bürgermeister rumlungern? Versteckbar. No. Bitte sehr. Danke, Hut. Wenn das eine Falle ist, kommt sie das teuer zu stehen. Was Aris selbst nun keine Sightseeing-Tour. Aber es sieht so schön aus. Aris versteht das schon. Dass ich mich erst umgucken musste, weil es so schön aussah. Gut, Hut. Domino erwartet euch. Okay. Was ist denn das hier? Oh, na endlich! Ich hab euch schon erwartet. Ich bin der Bürgermeister von Midgar, dieser wunderschönen Stadt. Gestatten, Schabbat, Domino. Hi. Haha, ihr habt euch ja ganz schön ausgetobt. Ah. Was? Was glaubt ihr denn, warum ihr es überhaupt bis hierher geschafft habt? Wie meinen Sie das? Das will ich dir gerne sagen. Immer dann, wenn die Garde euch entdeckt hat, die Kameras euch im Blick hatten oder wenn ihr gemeldet wurdet, habe ich eure Spuren verwischt. Also dankt mir. Ach so, die Splittergruppe weiß es nicht, dass ich mit Avalanche zusammenarbeite? Bitte was? Tja, was ist daran denn so verwunderlich? Seht euch hier doch nur um. Die hat, glaube ich, auch keinen Bock mehr auf Shinra. Ich mag mich Bürgermeister nennen, aber was bedeutet das schon? Man hat mich hier im Archiv aufs Abstellgleis gestellt, wie einen nutzlosen Greis. Ist doch völlig normal, dass sich die Wut in mir angestaut hat. Im Angesicht solch einer bodenlosen Unverschämtheit. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Verschaffen Sie uns Zugang zum Labor. Zum Labor, sagst du? Ich dachte... Ihr hättet es auf den Direktor abgesehen. Ja, den nehmen wir danach noch mit. Wir aber erst müssen eine Freundin aus dem Labor befreien. Dem Direktor würden wir natürlich auch gerne eine Abreibung verpassen. Jo. Ach, solange ihr Shinra irgendwie eins auswischt, ist mir eigentlich alles recht. Dann? Bis zur 64. Etage kann ich euch bringen. Und wieso bitte nicht gleich ganz nach oben? Mehr geht leider nicht. Ich bin untröstlich. Trotz Ihres Amtes? Trotz meines Amtes. Obwohl ich der Bürgermeister von Midgar bin, bin ich in Wirklichkeit bloß ein Archivar. Man ruft mich nicht mal zu den Sitzungen. Tag ein, Tag aus. Nichts als Akten. Meine Finger sind schon ganz wund und schwielig vom vielen Blättern. Direktor Shinra ist wahrlich ein grausamer Tyrann. Dies Leid. Dieses Leid. Also gut, wir sorgen dafür, dass sie Gerechtigkeit kriegen. Ja? Ganz ruhig. Schön tief durchatmen. Dann zeigt mal eure Schlüsselkarte.
Der Obi, ey. So. Danke. Jetzt kommt ihr mit der Karte bis zum Erholungsbereich auf der 63. Etage. Und wie geht es dann weiter? Da oben gibt es einen Sympathisanten von mir. Bei ihm bekommt ihr eine Schlüsselkarte für die 64. Etage. Das Losungswort lautet: Ein Hoch auf den Bürgermeister! Ein Hoch auf den Bürgermeister von Midgard! Da können die Leute behaupten, was auch immer sie wollen. Okay. Danke, Obi. Ihr sagt also ein Hoch. Und wer auf den Bürgermeister antwortet, ist euer Komplize. Ist alles klar? Ja. Ich glaube, er hat schon ein bisschen den Verstand verloren. Ihr sagt ein Hoch. Und wer auf den Bürgermeister antwortet, ist euer Helfer. Ist das klar? Ich meine, ne? Man nimmt jede Hilfe, die man kriegen kann, I guess. Ich beschwere mich ja nicht. Tschüss, Opa. Ja, das war's. Wenn ich irgendwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Ja, können Sie uns etwas über den Helfer sagen? Zum Verkaufen. Könnte ich. Aber ich darf es nicht einfach so preisgeben. Gut. Man könnte mich wegen Firmenverrats zur Verantwortung ziehen und das würde mich in jedem Fall teuer zu stehen kommen. Sie wollen Geld? Vertrauliche Informationen werden wohl gehütet. Ich setze mich einem großen Risiko aus. Aber ja, für 10.000 Gil wäre ich zu reden bereit. Das ist ja wohl Wucher. Lass mal. Nö, kriegen wir schon hin, danke. Bitte, beehrt mich jederzeit wieder. Das werden wir ja wohl irgendwie alleine hinbekommen. Der Meister war also unser Verbündeter. Ja. Das hätte die Hauptgruppe uns ruhig mal erzählen können, finde ich. Ja, echt. Aber gut, wenn du so den ganzen Tag hier weggesperrt bist, während Shinra, ne, den ganzen Spaß hat, hast du wahrscheinlich auch irgendwann keinen Bock mehr, damit zu spielen. 3000 Geld. Ich meine, ich könnte die bezahlen, aber dafür ist mir mein Geld zu schön. Wir müssen ja nur schreien. Dann wird das schon funktionieren. Dann wird schon der Richtige zurückbrüllen. Was? Marco explodiert? Bitte? Hallo? Wieder mit dem Bürgermeister? Nette, diese Dinger. Der Bürgermeister explodiert. What the fuck ist das? Okay, da unten kommen wir aber nicht hin. Ja gut, ist ja gut. Nieder mit dem Bürgermeister. Was ist los? Wir sind tot hier. Ich glaube, der hat komplett ihren Verstand verloren. Okay. Ich meine, wir könnten. Wir haben einen Aufzug, aber ich komme ja im Endeffekt auch so da hoch, oder? Ich kann ja einfach Treppen gehen. Ja, das ist doch nur ein schlechter Traum, noch unter den Trümmern eingeschlossen sind. Entschuldigung. Schade, dass wir die ganzen Minigames hier nicht mehr haben. Ich hoffe, wir können zumindest das Klo hochklettern. That would be nice. Nice. Du siehst immer noch genauso verschissen aus. Dann erzähl mir mal von eurem verheißenen Land. Was? Nö. Und zwar schnell, denn ich bin ein vielbeschäftigter Mann und habe nicht ewig Zeit. Wir müssen diese habgierigen Raffzähne ruhig stellen. Damit ich mich endlich wieder auf meine Forschung konzentrieren kann. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Na, Ladies, wer möchte? Du bist deiner Mutter sehr ähnlich geworden. Ja, es war wirklich sehr, sehr bedauerlich.
Sie hätte einfach was sagen sollen. Ich hätte mit mir reden lassen, doch sie musste ja unbedingt fliehen. Was für eine Verschwendung, wo sie doch die letzte von reinem Blute war. Richtig. Du möchtest bestimmt deine Mutter treffen. Das kannst du gerne. Allerdings nur unter dem Mikroskop. Du hast doch wohl nicht etwa gedacht, ich würde ein so wichtiges Versuchsobjekt verkümmern lassen. Alter, bist du ein Kacki-Arsch. Ich habe deine Mutter natürlich äußerst eingehend untersucht. Ja, ihre Haut, die Organe, bis auf die klitzekleinsten Knöchelein. Wie faszinierend das alte Volk doch ist, du. Sei stolz darauf. Ilfana war wunderschön, bis auf die letzte Zelle. Ganz genau so hat deine Mutter mich auch immer angeschaut. Hoppla, es ist ja schon Zeit für mein Meeting. Was ein Widerling, ey. Keine Angst, ich bin bald wieder da. Diese Hochschule einfach noch widerlicher gemacht haben. Willkommen in der 63. Etage. Eine Oase der Ruhe für all unsere Mitarbeiter. Ist schon ziemlich spät. Aber die Sache in Sektor 7 hält die Leute wohl auf Trab, was? Geschieht Ihnen ganz recht. Seid wachsam. Der Helfer muss hier irgendwo sein. Alles klar. Dann lasst uns den fleißigen Ameisen mal auf die Fühlerchen gucken. Ja, wir sehen einfach noch widerlicher gemacht haben, ne? Willst du den erst recht so richtig schön erstmal in die Eier treten? Ich hatte Freunde in den Slums von Sektor 7. Was für heftige Bomben die Kerle von Avalanche wohl verwendet haben. Kann denn nichts getan werden, um den Schutt wegzuräumen? Ist mitunter lebensgefährlich. Ja, ich weiß, den Spaß hatten wir schon. Unschuldige Opfer in Kauf zu nehmen, nur um Shinra eins auszuwischen. Wie Sie sehen können, haben die Trümmer der Platte Wohnhäuser beschädigt und zerstört. Komm ich denn jetzt hier rein? Geschäftiges Treiben. Ja. Ist ja auch Ausnahmezustand. Was ist mit der Verbreitung von... Irgendwie ist das fast etwas beruhigend. Angeblich stauen sich die Anfragen. Dann setzt eine KI darauf an. Suchen wir den Helfer. Wachen scheinen hier keine zu sein. Also macht euch locker. Na toll. Aber trotzdem, wir sind so auffällig mit den Waffen, ne? Wirft Hojo in Feuer. Echt, ey, der ist echt widerlich. Ja, well, rechts von mir sollte der sein. Da. Also gehen wir doch erstmal nach links. Ich komme da gar nicht rein. Doch hier vielleicht noch. Helferlein, wo magst du sein? Oh, hübsch. Wir werden es wohl einfach auf gut Glück versuchen müssen. Denkt an die Losung. Ein Hoch. Auf den Bürgermeister. Alles klar. Okay, aber kann ich hier nicht? Ich will da aber rein und die stalken. Hallo? Hallo? Ich würde euch gern stalken. Hallo? Schade. Hey, nicht vordrängeln. Ich war zuerst da. Ein Hoch. Haben Sie was gesagt? Vergessen Sie. Ich muss einkaufen. Lass mich ran, du Depp. Ja, zisch ab, zisch ab. Ich kann hier gar nichts kaufen, Arsche. Wie hübsch, dass hier alles gemacht ist. Ein Hoch. Well, okay, I guess.
so hübsch. Och, Tifa! Pass doch mal auf, ey. Ich kann wieder rausgucken. Ja, sieht so schön aus, die Aussicht. Es sind noch immer nicht alle Feuer gelöscht worden. Der hat keinen Bock auf Hoch. Hast du Bock? Ich will von all dem nichts wissen. Ein Hoch. Nö, der kriegt keinen mehr hoch. Ich glaube nicht, dass ich hier so schnell wegkomme. Ein Hoch. Ruhe bitte, ich telefoniere. Hm? Gardisten? Stimmt ja. Ihr seid auch gut auf Trab, was? Sind die Täter schon gefasst? Ein Hoch. Hm? Wird das der Wetterbericht? Vergessen Sie's. Klaute. Ups. Meinst du, dass wir jetzt in einen Krieg hineingezogen werden? Meinst du, es wird wieder Krieg geben? Gut, Ladies, wohl auch nicht. Wie geht es jetzt denn nur weiter? Die Unwissenheit macht mich total fertig. Verehrte Zuschauer, heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast. Der Leiter der Sicherheitsbehörde Heidegger. Oh, nö. Lassen Sie mich betonen, dass diese niederträchtige Tat uns alle mit größtem Zorn erfüllt. Der Shinra-Konzern wird sich diesen grausamen Verbrecher niemals beugen. Ich versichere Ihnen, dass wir die Täter ergreifen und am Strick baumeln lassen werden. Das schwöre ich hier vor all unseren Bürgern. Na, habt ihr gehört, ihr dreckigen Ratten von Avalanche? Flieht ruhig. Wir finden euch, wo immer ihr auch seid. Die anderen Platten sind doch hoffentlich sicher. Stimmt es, dass Wutai auf Midgar vorrückt? Hier im Gebäude sind wir sicher, oder? Kommen die Rettungstrupps gut voran? Mal sagen, Fake News, die anderen, ne? Platten sind doch hoffentlich sicher. Gehen weiter. Stimmt es, dass Wutai auf Midgar vorrückt? Hier im Gebäude sind wir sicher, oder? Kommen die Rettungstrupps gut voran? Wo wir doch denken, dass wir uns im Krieg nie wieder sorgen müssen. Ich kann kaum noch sitzen. Oh, kann ich Souvenirs oder so kaufen? Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ein Hoch. Wie? Soll das ein anzügliches Angebot sein? Ein voller Magen und der Stress ist gleich besser zu ertragen, was? Schade, kann ich leider nichts kaufen. Ja, geht dann. Gehen wir mal nach oben hier. Schauen da mal. Was ist das? Ein Kampfsimulator. Der wird zu Trainingszwecken eingesetzt. Eine blutige Nase lernt mehr, wenn du mich fragst. Okay, also wenn wir wollten, könnten wir wahrscheinlich ein bisschen leveln. Oh, welche Musik? Musik? Ja, nice. Skala 7 erhalten. Oh. Trotzdem, 7 fehlt mir. 7? 13 habe ich wieder weiter gefunden. Sonst habe ich auch alle, ne? 2 Stück fehlen mir. 7 und 13. Hm. Wo auch immer die waren. Immerhin sind wir uns einig, dass Rojo ein Ekelpaket ist. Porno-Theme ist Scarlet-Theme. Das überrascht mich gar nicht mehr. Guten Abend. Was darf es sein? Ein Hoch. Nein, Moment. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir nicht gut genug ausgerüstet sind. Kann ich nicht so viel kaufen? Laut ganz gut, ne? Den haben wir halt auch noch bekommen. Könnte ich auch noch mal ganz kurz gucken. Was
Meine hat auch 3 Slots. Können wir machen. Die finde ich halt immer noch recht nice, ehrlich gesagt. Würde halt. Es ist immer halt eine Frage. Willst du magische Abwehr? Willst du wenigstens einen mit magischer Abwehr drin haben oder nicht, ne? Ich meine, Machina macht halt nicht so viel magische Abwehr weg wie das hier. Das wäre so ein Mittelding, aber wir haben davon, glaube ich, nur einen. Ich glaube, die verkaufen da halt nur den Hyperschutz am Eif. Guten Abend. Was darf es sein? Viel brauche ich davon nicht. Ich habe so viel Zeug, das ich nicht brauche. Geometrie am Reif. Anbindung der Materie zu verstärken. Der ist sogar am besten für Tiefer. Da kriegt Tiefer so ein. Das hat nur 3 und 9. Es ist nicht so viel, aber whatever. Sehen, was ich hier kriegen kann. Ein Hoch! Du bist von der Garde, oder? Kannst du mir einen Tipp für den Simulator geben? Ein Hoch. Soll das ein Cheat sein? Wie geht der weiter? Ein Hoch, ein Runter, links, rechts oder so. Zum Training hier für die entscheidende Schlacht? Ein Hoch. Hä? Ein Hoch? Wird das der Wetterbericht? Ihr seid alle so dull. Meint er, das ist der Dude, der da steht? Ich will aber nicht in Kampfdings gehen. Gibt es überhaupt noch einen Ort? Sicher ist. In deinem Bett. Ein Königreich für ein Bett. Seht ihr? He gets me. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Ein Hoch. Auf den Bürgermeister. Ja. Ich bin über alles im Bilde. Ihr wollt drauf. Genau. Bevor ich euch die Schlüsselkarte gebe, müsst ihr mir erstmal eure Fähigkeiten beweisen. Wie? Wenn man euch schnappt, wird das Konsequenzen für uns haben. Ist doch wohl logisch, oder? Also werdet ihr das hier versuchen. Und ich warne euch, es ist nicht gerade leicht. Bewährt euch und die Schlüsselkarte ist euer. Arsch. Deswegen können wir auch nur Items und so kaufen. Nee. Okay, die 40 kriegen wir auf jeden Fall voll. Vielleicht so 45. Ich denke halt, dass wir maximal 2 Streams nach diesem noch haben werden. Heute kriegen wir es auf gar keinen Fall durch, aber ich weiß auch nicht, ob wir es beim nächsten Mal durchbekommen. Gut, Junge, was willst du denn hier? Simulator. Gab es denn nicht auch ein Crisis Core? 3er Team versus Domino als Dom. Okay. Du Kakadu. Take this. Au, au, au. Los,
Baum, sagt er. Das ist aber Piss. Die kennen wir jetzt hier mittlerweile alle schon gut genug, ne? Das war's, ne? Junge! Huch! Ihr was macht er denn hier? Keine Sorge. Mini-Hope! Erreicht ihr die Besprechungszimmer auf der 64. Etage. Auch mit dem Fahrstuhl. Darf ich fragen, was ihr da wollt? Wir wollen eine Freundin befreien. Shinra hält sie in der Forschungsabteilung fest. Oh. Im Labor von Professor Hojo? Das wird nicht leicht. Da kommt man nur mit einer besonderen Zugangsberechtigung rein. Uns fällt schon was ein. Wo finden wir Hojo? Die Vorstände haben bald ein Meeting. Hojo? Bitte lass mich aufs Klo hochklettern. All I want. Konferenzzimmer. Dann nichts wie hinder. Wir nehmen den Direktor als Geisel. Dann tanzen sie nach unserer Pfeife. Dann hättet ihr die ganze Garde am Hals. Wir spionieren sie erstmal aus. Ihr wollt sie belauschen? Ja! Was? Dann geht zur Herrentoilette. Fast so toll wie das, dort wie das Treppensteigen. In einen Schacht, der am Konferenzzimmer vorbeiführt. Verstanden. Beste Szene im Spiel, das Treppenlaufen und das Klogespräch, okay? Okay, wir haben neue Kämpfe. Manche Belohnungen können nur in den Kämpfen halten werden. Okay, nice. Hope? Was machst du hier? Ich weiß, dass es nicht Hope. Er sieht aus wie Hope, deswegen nenne ich ihn mal Hope, okay? Shadley! Hallo, Cloud. Ich habe dich erwartet. Was machst du hier? Erinnerst du dich nicht? Ich bin Lehrling in der Forschungsabteilung von Shinra. Ach so, klar. Ich weiß über dich Bescheid, da ich ins Netzwerk des Firmenvorstands eingedrungen bin. Ich werde dich unterstützen, so gut ich kann. Der kleine Hacker. Ich stelle einen Vertrauensanstieg fest. Machen wir es kurz, um keinen Verdacht zu erregen. Okay. Shadley. Aber du hast nichts für mich, Shadley. Du hast wohl deine Müllmaterie, die ich nie brauche. Ich habe immer noch nicht... ja, ich hab's halt leider noch nicht geschafft, ne? VR-Mission hast du auch keiner. Mir fehlt ein Kampfbericht halt noch und das ist, glaube ich, das mit den Materials, ne? Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ich wusste nicht mal mehr, dass er Azubi bei Shinra hier war. Habe ich wohl wieder vergessen. Upsi. Wie sieht's denn aus? Boah, es ist halt echt... Insgesamt 12 Arten. Wir haben 6. Ich wüsste halt nicht mehr, was wir noch machen könnten. Wir haben halt schon alles. Also, behandeln könnten wir noch. Das wäre 1. Eis. Hatten wir noch keinen Eisgar? Ah, okay. Dann hätten wir 2. 3. Okay, doch nur 2. Es kamen wir schon. Ups, wollte ich nicht. So, I don't know. Die würden vielleicht noch zählen. Too bad. Gut. Hoffen wir mal, dass wir es so hinbekommen, ne? So, Leute, es geht aufs Herrenklo. Ups. Aber sollen wir nicht hoch? Ja. Hi! Oh. Cloud! Hä? Du bist Cloud, oder? Oh. Mensch, Cloud! Oh. Schon gut. Mit dem habe ich hier angefangen. Cloud! Kennt man sich? Hi! Ein Glück, dass du lebst. Mensch, Jimmy! Gemacht. Es hieß nämlich, du seist draufgegangen. Warte hier! Ich gehe Kanzel holen. Nicht weggehen! Kanzel?
Ist Kanzel nicht auch aus Crisis Corner? Alles okay? Ja. Du hast aber... Kein Problem. Los, weiter. War Kanzel nicht auch aus Crisis Core? Gott, das ist schon scheiße lange her, dass ich das gespielt habe. Es gibt ja nicht mehr ein Remake. Und klar, dass er so ein paar Probleme hat, so, hä? Weil er ist ja eigentlich unser geiler, ne? Ex-Rang 1 Soldat und das sind ja läppische untere Gattisten. So, nö, die kenne ich nicht. Mit solchen habe ich mich nicht abgegeben. Keine Ahnung, wer das ist. Der Navi-Typ aus Crisis Core. Wie gesagt, es ist halt echt schon lange her, dass ich Crisis Core gespielt habe, weil es gibt es ja nicht mehr auf PS3, PS4, nirgendwo. Schade. Aber ich glaube, Crisis Core in HD, da würde ich auch flennen wie sonst was. Der Baum muss mich hochbringen. Dann hauen wir mal ganz schnell ab, denn wir wollen ja nicht aus Versehen Clouds Vergangenheit zu früh aufdecken, ne? Das wäre ja nicht schön. Oh. Wie ist es um unser Image bestellt? Alles im Griff. Das Volk ist bereits der Auffassung, es handle sich um einen Anschlag von Avalanche. Dafür habe ich persönlich gesorgt. Hat Utai reagiert? Bislang noch gar nicht. Wie ich diese Feiglinge kenne, werden wir wohl noch etwas warten müssen. Solange sie nur handeln. Allerdings wäre da noch eine Sache. Was? Palma hat es mir erzählt. Sephiroth ist in the house. Tja. Barrett! Ja, ja, ich weiß doch. Die Rettung von Eris geht vor, nicht wahr? Ja. Wir dürfen das nicht in den Sand setzen. Hojo nimmt an dem Meeting sicher teil. Ja, Harry Klo. Wir unsere Möglichkeiten ab. Ich würde halt Crisis Core auch gerne nochmal spielen, ob jetzt im Stream oder privat, aber wie gesagt, dadurch, dass es halt nur auf PSP, ich glaube nicht mehr PS Vita, ich glaube nur PSP war das, oder? Spielbar ist, habe ich halt keine Möglichkeit, das irgendwie über die Elgato laufen zu lassen. Da bräuchte ich halt wirklich einen Emulator vernünftig und ja, Spiele auf einen Emulator immer zum Laufen zu kriegen, ist immer so ein kleines Problem. So, nicht laufen. Ist gefährlich, genau. Vielleicht remaken sie das ja auch nochmal oder bringst zumindest als, ne, remastered auf der PS4 oder so. Das wäre echt cool. Ich würde das gerne nochmal spielen. Auch wenn ich dann ganz, ganz doll heule. Wie hier wahrscheinlich auch noch in Episode 2. Mal mit Jesse und Bix war es ja echt schon schlimm, ne? Aber ich finde das gut, dass halt Sachen, die du eigentlich noch gar nicht jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wissen kannst, so ein bisschen zumindest angedeutet werden, beziehungsweise gezeigt werden, ne? Mit Clouds Textur spinnt hier, ja? Nein, das meinte ich nicht. Mit Clouds Vergangenheit zum Beispiel, ne? Oder halt auch mit Eris. Eris. Finde ich gut, dass sie das so rüberbringen. So, hier ist das Besprechungszimmer. Ich muss zum Klo. Ich komme wahrscheinlich nicht einfach rein, ne? Tüt, tüt. Doch. Ah, da gehen sie gerade rein. Ob Hojo auch da drin ist? Vermutlich ja. Würde ich speichern? Ich habe Angst, dass ich jetzt irgendwie verkacke. Aber ich würde dich schon gern einmal ansprechen. So, hi, ich habe einen Termin. Episode 3? Na, ich bin mir gar nicht so sicher. Überleg doch mal. Klar, sie haben Midgar jetzt auf 40 Stunden oder so gezogen. Aber vielleicht machen sie halt Episode 2, dass es damit endet oder so. Ich glaube nicht, dass sie jetzt jede Stadt so extrem ausbauen. Sonst hast du ja 20 Episoden oder so. I don't think so. Hi, ich habe einen Termin bei dem. Kann ich etwas für Sie tun? Ja. Wo ist mein Herrenklo? Links, gut. Schau ich mal ganz kurz, was hier rechts so gibt. Und jetzt?
Okay, oder wir nicht? Wir begeben uns in Stellung und belauschen sie. Wir schleichen durchs Klo, wolltest du sagen. Tu nicht immer so cool, Mann. Wir müssen also einfach nur fragen, wo man müssen darf. Das finden wir schon selber raus. Oder nicht? Okay. Aber ich darf mich hier erstmal ein bisschen umgucken, oder? Vor lauter Sorge kann ich nicht schlafen. Was Starkes, damit ich heute gut schlafen kann. Nicht genug Personal. Ist gar nichts los. Sind Sie vom Wachdienst? Ja. Hast du Sektor 7 gesehen? Nee, hab mich noch nicht getraut. Hab einen Blick vom Himmelsfoyer drauf geworfen. Einfach schrecklich. Sicher besprechen Sie bei dem Meeting die Aufbauarbeiten. Ja. Reef hat eine Menge Unterlagen zusammengestellt. Reef ist auch cool, im Gegensatz zu die anderen. Kennen wir uns? Spackies. Die anderen Shinra-Spackies sind doof. Außer die Turks. Da ist auch nichts. Was ist denn hier los? Keine Sau da. Ist es wirklich in Ordnung, dass wir uns hier aufhalten? Das Meeting läuft schon. Na und? Die haben doch gesagt, dass wir uns um den Geruch kümmern sollen. Der von den WCs in den Konferenzraum zieht. Das ist ja jetzt wohl das allergeringste Problem, oder? Oh, wir kriegen sicher Ärger. Ja, ich, wie gesagt, ich kann mir halt, na klar, sie werden wahrscheinlich viel mehr adden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch mehr, ich meine, wie viele Episoden willst du noch aufpacken? Erstmal aufs Mädchenklo. Das ist die Damentoilette. Upsi. Ayo, verlaufen. Okay, ich warte hier. Nein, du kommst mit. Nee, dann fällst du auf. Ich komm mit. Tiefer. Drinnen ist es sicherer. Ja, mag schon sein, aber... Ach, ist auch egal. Mach einfach die Augen zu, wenn da Schniedel raushängen. Scheint aber keiner da zu sein. Puh, zum Glück ist keiner hier. Gegen die Slum-Klos ist das der reinste Palast. Ja, echt. Suchen wir den Lüftungsschacht. Moment, Tifa, ich muss noch mal ganz kurz. Ja, guckst du bitte in die andere Richtung, ja? Wenn ich den auspacke, den Mini-Cloud, bitte. Ah, there. Volltreffer. Dann Ladies first. Und was ist mit mir? Du stehst hier Wache. Geht klar. Nein, er muss mit. Ich fühle mich hier etwas fehl am Platz. Na gut. Aber ich gehe vor. Aber Barrett muss mitkommen, sich da oben aufregen. Kiefer, nicht an den Po rapschen. Okay. Bisschen eng hier drin. Als ob Barrett hier nicht reingepasst hätte. Einölen und weiter geht's. Na, ist da was? Hm, dann darf ich gar nicht lang, oder? Hallo? Cloud? Cloud! Beweg dich! Ja, so still wäre jetzt weiter gegangen. Seid ihr alle so pervers? Ihr wollt ja nur... Wird schon nichts passiert sein. Aber unser Haus steht ganz in der Nähe von Sektor 7. Und niemand geht ans Telefon. Einige Leitungen sind wohl zusammengebrochen. Liegt sicher daran. Wirklich? Vielleicht. Jetzt mal eine Blauschen, ey. Beim Meeting der Vorstände werden sicherlich der Wiederaufbau der Platte und die Neubesiedlung beschlossen. Und beides wird man unserer Abteilung für Stadtplanung überantworten. Reef hat deshalb angeordnet, dass wir in Teamarbeit Stufenpläne erstellen sollen.
die auf die nächsten 3, 5 und 10 Jahre angelegt sind. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir jedoch rasch bearbeiten müssen. Gibt es irgendwelche Fragen? Dann warten wir jetzt, bis der Abteilungsleiter wieder hier ist. Reef scheint halt voll Knorke zu sein, ne? Der kümmert sich halt wirklich darum. Links noch was ist. Nee, ich kann aber auch nicht nach links gehen. Er geht automatisch nach rechts, wenn ich weitergehe. Okay. Vor allem, wisst ihr, sein Schwert ist gefühlt breiter als Barrett. Das muss er mitnehmen. Wir sind da. Ich habe ihn selbst gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Hier auf unseren Fluren. Das sind ungesicherte Informationen. Nee. Er ist direkt vor mir entlang spaziert. Er hat mich so erschreckt, hab glatt meinen Tee verpasst. Halt's Maul! Um eventuelle Eindringlinge kümmert sich die Sicherheitsbehörde. Aber Herr Direktor, ich habe ihn wirklich. Reef. Ja, wir haben den Schadensbericht zu Sektor 7. Die Zahl der zerstörten Häuser ist... Das interessiert mich nicht. Was gibt es sonst? Also, der notwendige Neubau von Platte 7 wird stattfinden. Mit der Nachfahrin des alten Volkes haben wir, was wir wollten. Aber wir müssen doch trotzdem die Schäden beheben. Das Stichwort heißt hier Neo Midgar. Im verheißenen Land werden wir eine neue Marco-Stadt errichten. Das ist überstürzt. Es ist nicht belegt, dass das verheißene Land... Professor Hojo. Ich sag doch, der einzig Vernünftige in diesem Laden. Die Untersuchungen haben meine Erwartungen erfüllt. Ihre Werte sind nicht so gut wie die ihrer reinblütigen Mutter. Aber sie gehört zweifellos zum alten Volk. Wann wissen wir, wo das verheißene Land ist? Was das betrifft, hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht können wir unser Subjekt zu einer freiwilligen Kooperation ja überreden. Sie ist eine wertvolle Ressource. Ich werde darauf Acht geben, dass ihr möglichst nichts passiert. Foltern wir sie? Überlass das bitte mir. Ich könnte ein paar militärische Methoden beisteuern. Ich habe die psychische Gewalt schon immer der physischen vorgezogen. Sie ist so viel wirksamer. Was ein Drecksverein hier. Was macht Reef da? Wie du es tust, ist mir egal. Aber wenn sie endet wie ihre Mutter, bist du dran. Ja, in dieser Hinsicht plane ich vorzusorgen. Und damit meine ich, ich werde die Gute reproduzieren. Am besten mit einem Mann des alten Volkes. Doch da sind die Chancen wohl gering. Für den Anfang tut es vielleicht auch ein Soldat. Repliken vom Typ S und G kommen natürlich auch in Frage. Kreuzungen sind ein faszinierender Gedanke mit äußerst großem Potenzial. Ja, ja. Spannend, nicht? Alter. Ich meine, Soldat hätten wir hier. Wenn das alles ist. Herr Direktor! Sitzung vertagt. So warten Sie doch! Reef, du bist hier fehl am Platz mit den ganzen ekligen Spackies. Alles fügt sich. Die sind halt alle komplett am Rad gedreht.
Und? Wir haben unseren Mann. Den Leiter der Forschungsabteilung, Hojo. Gut, packen wir ihn. Erstmal führt er uns zu Eris. Los, hinterher. Na, wenn das gut geht. So ein Igel erstmal reproduzieren. Ein paar Experimente mit dir. Zu welcher Abteilung gehören Sie, wenn ich fragen darf? Zu deiner Mutter. Oh, da ist er ja. Wer hätte das gedacht? Er ist also wirklich hier aufgetaucht. Höchst interessant. Ich sollte die Chance für eine Kreuzung nutzen. Nein. Ist ja widerlich. Welchen Spross das wohl ergeben würde? Ach, ich schussel. Erst einmal brauche ich Antworten. Vielleicht mit Medikamenten. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Bringt den mal jemand um? Das war aber knapp. Kann jemand Hojo einfach mal, weiß ich nicht, umbringen oder so? Bitte? Danke. Da sind wir gut. Ah, Speicherpunkt. Ich meine, wir sind sehr gut eingepackt, aber lieber zu viel als zu wenig. Alle, was gleich kommt. Ja, der hat Bock. Erst einmal werde ich. Nein, ich sollte doch lieber. Obwohl, vielleicht doch lieber das? Moment. Du hast die Zeit, Junge. Stimmt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Stehen bleiben. Er kann wieder nicht abwarten, der Junge, ne? Bist du taub oder was? Worum geht's? Das besprechen wir drin. Also für uns brav rein. Vor allem er mit seiner Abrissbirne als Waffe. Ihr seid sicher von dieser... Wie hieß die noch? Diese Terrorgruppe. In diesem Fall, ich glaube, ihr habt euch verlaufen. Der Direktor ist oben. Also, verschwinden. So im Sinne von, geh den umbringen, nicht mich. Ich bin harmlos. Los, weiter. Dabei finde ich dich noch viel ekelhafter als den Präsidenten, ehrlich gesagt. Keiner bewegt sich, klar? Bitte nicht zu drängeln. Im Gegensatz zu euch bin ich zart beseitet. Wie konnte ich nur? Aus welchem Grund seid ihr hier? Du wirst unsere Freundin freilassen. Freundin? Wo ist Eris? Oh, ihr kennt sie also. Sehr interessant.
Ah, verstehe. Das heißt dann also, natürlich. Was brabbelst du da? Nichts. Ich habe mir nur vorgestellt, was für ein Gesicht sie wohl machen würde, wenn ihr sterben würdet. Nett, nett. Er bringt seine Kollegen einfach noch mit um. Oh. Gnade gibt es nicht. Oh je, süß. Süß rangezüchtet, ne? Basically nix wirksam. Hochgradig anpassungsfähig. Ja, das ist ja schön. Oh, dann mach mal. Wurde schon angedeutet. Erstmal ein bisschen, ne? Was tust du da? Für die Nord? Oh, er kotzt ein paar Babys aus, okay. Bosse sind immer so gemein. Los, gib alles. Die Arbeit. Viel Erfolg. Jetzt ist es.
schon wieder? Ich zähl auf dich. Junge, hör auf, Babys zu machen. Ekel. Schon gemacht. Ach, Shiva raus. Shiva geht immer, okay. Wobei mein fetti Schokobo könnte ja auch mal wieder rankommen. Ich zähle auf dich. Weg da. Gina ist halt echt schwach, ne? Okay, mach mal. Do your thing. Zeig den Ruby, wie es weitergeht. Hojo hat gefälligst. Oh! Oh! Ich wollte gerade sagen, Hojo hat gefälligst, Eris mit jemand Bestimmten zu kreuzen. Hallo. Hallo. Hey. Hey du. Hey du. Ich schäume mich noch mal ganz kurz. Aber ob sie das hier wohl so reinbauen, dass sie Eris mit dem knickknacken lassen wollen und so? Ich meine, weiß ich nicht. Keine Items. Or? No. Okay. No.
Mizi. Er will nur spielen. Oh, Jungs. Die Ruhe weg, Mann! Die Auswertung der Daten hat mir verraten, wie viele Gardisten ich brauche, um euch endgültig in die Knie zu zwingen. I don't like that. Weiter, Weißkittel. Wir werden Eris befreien! Befreien? Wieso das? Soweit ich mich erinnern kann, hat sie niemand gezwungen, zu uns zu kommen. Oder sollte sie etwa eine Art persönlicher Besitz von ihr habt sie mit Marlene erpresst, du Witzbold. Unsere Ansichten divergieren wohl. Vermutlich erkennt ihr das nicht. Aber hier werden kostbare Versuchsobjekte aufbewahrt, die Geschichte schreiben könnten. Also seid bitte vorsichtig. So. Los geht's. Was ein Ekel. Hey. Ihr seid solch Ekel. Also Foto halt kurz halt. Lass mich mal. Ja, ich mag euch nicht. Ja, super, Barrett. An die Arbeit. Genug jetzt. Ich zähle auf dich. Ich übernehme. Oh, ich komme da nicht immer durch, I know. Das war's, Hojo? Bist du läppisch? Scheint, als hättest du dich verkalkuliert. Vermutlich eine unbekannte Variable. Na, egal. Verstärkung ist bereits unterwegs. Mag schon sein. Aber zu spät. Oh, diese Augen. Ja. Du bist ein Soldat. Heiß, ne? Ja. Ach nein, bist du nicht. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich wieder an dich. In Wirklichkeit bist du nur ein... Ein was? Hä? Och, ihr! Was hat das bedeutet? Hey, fuck? Was soll der Scheiß? Cloud! Barrett! Geht klar! In Deckung! Aber das geht nicht! Er soll doch... sie soll doch mit... Ja. Also, ne? Eris! Eris! Marlene, geht's gut. Dank dir. Wir reden später. Also, es ist aber schon ein bisschen gemein, dass sie das nicht mit reingebracht haben, ne? Wie, Hojo Eris kreuzen möchte mit dem süßen kleinen Kätzchen. Das ist schon gemein, also... Es war doch so lustig. Oder? Ich zähle auf dich. Jetzt hab ich hier das Ich hätte nicht die Haus machen müssen. Und stattdessen wieder so ein bisschen auf Cloud, ne? Falsch ausgewählt, I know. Auf Cloud, falsche Erinnerung. Rumzuspielen. Warum macht ihr das? Übertreiben.
Was war denn das bitte? Los. Aerith! Was jetzt? Ihr nach. Also ich hätte das schon gern gesehen. Also natürlich nicht, wie sie Knick-Knack mache, aber die Szene hätte ich gern gesehen. Weil die war lustig im Original. Hojo, der die Mieze zu Aerith reinbringt und sagt, oh, und jetzt sollen sie sich paaren. Hihi. Ich fand das lustig. Aber war denn wahrscheinlich ein bisschen zu krass fürs Remake? Hm. I don't know. Da haben sie auch süße kleine Viecher am Züchten. Ja. Hojo, der Spacki. Hat hier schon Bock, ein bisschen was Krankes zu machen. Ist da noch was? Oh ne, okay. Also ich weiß nicht, fandet ihr die Szene im Original schlimm, dass man es ausmachen musste oder jetzt abändern musste so? Ich fand's eher lustig, euch auch. Es ging halt ums Paaren. Willst du Streit? Warte! Der fremden Spezies! Er tut uns nichts. Deswegen, schade, dass sie es rausgemacht haben. Ich fand's lustig. Ja, komm, pat pat, kriegst nachher ein bisschen Katzenmilch. Oh. Hm? Was macht sie? Was ist das für ein Viech? Interessante Frage. Oh, echt nicht? Ihr wollt wissen, was ich bin? Ich kann nur sagen, dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich akzeptiertet, wie ich bin. Sie soll. Der sollte sie nicht essen, der sollte sich mit der verpaaren. 13. Er hat doch hier auch gesagt, damit das alte Volk bestehen bleibt, soll sie sich vermehren. Ha? Red 13. Die Kennung, die mir Hojo gegeben hat. Und wie lautet dann dein richtiger Name? Er ist entkommen. So ein Mist. Was nun? Was hat er denn jetzt für Probleme? Oh. Ola geht gerade ziemlich ab da drauf, so wie Cloud. Ja klar, Red gibt's auch im Original. Aber eigentlich war die Szene halt anders gesagt. Oh oh. Also, die haben halt doch einiges abgeändert, ne? Mutter, ich bin gekommen. Mutter, lass uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Der hat Bock. Mutter, sie sind wieder hier. Cloud, kann dein Kopf nicht normal funktionieren? Du bist manchmal echt unheimlich. Ja, richtig gut aus, Mensch. Mutter.
Okay, da steht auch Pan. Sag ich doch, die sollten sich paaren. Ich bin doch nicht blöd. Er hat doch gesagt im Original dieses... Ah! Was? Dass die sich paaren sollen, damit das alte Volk besteht. Sag ich doch, die wollten sich paaren und der soll sie nicht fressen. Hey, Reno. Wie wäre es, wenn du deine Wunden versorgst? Von wegen, ich bin pervers. Das ist so im Original. Ja, rette die Nippel. Was? Würde ich ja gern. Unternehmen wir nichts wegen Sektor 7? Was können wir schon tun? Die Turks sind cool. War das nicht ein bisschen übertrieben? Wenn wir es nicht getan hätten, hätte es ein anderer gemacht. Und diesem jemand haben wir erspart, sich die Hände schmutzig zu machen. Betrachtet es einfach so. Du verlangst das Unmögliche. Gut, wie ist es dann hiermit? Die Opfer waren nötig. Für die Balance. So ein Arsch. Ha? Man darf nicht nur nehmen. Man muss auch mal geben können. Das meinst du nicht wirklich ernst, oder? Wer weiß. Ja, habe verstanden. Der Vizedirektor ruft. Ich will sowas auch nicht sehen. Natürlich will es keiner sehen, aber es war im Original trotzdem da. Darum geht's mir doch. Dass sie sich paaren sollten, okay? Na endlich. Du bist wach. Bist du okay? Ja. Wo sind wir? Hier habe ich gelebt, als ich ein Kind war. Warum sind wir nicht eingesperrt? Ich mag es allgemein gar nicht, dass sie es ziemlich abändern alles, wenn ich ehrlich bin. Es ist alles ein bisschen, also ziemlich anders gerade. Es ist alles sehr anders. Und ich mag es gerade nicht so wirklich, wie alles gerade anders ist. Ohne Termin. Ja. Gut, sie hat hier gewohnt. Huh. Hübsche Wandmalerei. Ich habe mir dieses Zimmer mit meiner Mutter geteilt. Es ist alles noch so wie früher. Nichts ist verändert. Na, sie war ja mit ihrer Mutter hier gefangen, ne? In der Forschung. Ja, ich glaube, hier ist er nicht spielbar, ne? Ich hatte gelesen, dass er nicht spielbar ist, weil sie das auf eine zweite Episode verlegen wollten, damit man mehr Zeit hat, sich mit seinen Mechaniken auseinanderzusetzen, weil es hier wohl zu knapp gewesen wäre. Jeden Morgen haben sie meine Mutter irgendwo mit hingenommen. Ich habe oft alleine geweint. Oh. Aeris. Aeris. Es wird Zeit, dass du redest. Und zwar über alles. Also gut, ich bin vom alten Volk. Aber das wisst ihr schon, oder? Mhm. Der Begriff altes Volk stammt übrigens von Shinra. Wir selbst nennen uns Zetra. Der Planet gebärt uns, redet mit uns, öffnet sich uns. Na, guck mal, da ist wohl Mini-Aeros und wir fahren da. Land. Wo uns größtes Glück beschieden sein wird auf alle Zeit. Barrett! Naja, also, ich hatte das für ein Märchen gehalten. Shinra, wohl nicht. Sie suchen verbissen das verheißene Land. Jupp. Weil sie denken, weißt das wäre das Paradies. Ist Gibt es das wirklich? Gute Frage.
Irgendwann werde ich es vielleicht verstehen. Aber noch weiß ich nichts. Selbst wenn wäre es euer. Nein, es wäre dein Land, Eris. Selbst wenn das Marco da nur so aus dem Boden sprudelt. Shinra hat da nichts zu suchen. Sie wollen es dir wegnehmen? Ha! Diese gierigen Raffzähne. Cloud, du wirst Eris hier rausbringen, klar? Ich hab noch ein Hühnchen mit Shinra zu rupfen. Barrett, es ist nicht, wie du denkst. Nicht diese Nebelgeister schon wieder. Stammen die auch aus Shinras Labor? Das sind Moiren. Was? Betrachte sie einfach als die Hüter dieses Planeten. Sie suchen die Heim, die das Schicksal zu verändern suchen. Und halten sie auf. Wie meinst du das? Schicksal? Das Leben. Des Planeten von seiner Geburt bis zu seinem Ende. Der Lauf der Dinge ist nicht mehr änderbar? Alles steht fest? Ja. Der Planet wird schon bald untergehen. Und diese dämlichen Scheißmäuren lassen uns ins Messer laufen. Ist das dein Ernst? Obwohl, langsam. Woher weißt du das alles überhaupt, hä? Wer garantiert uns denn, dass du uns nicht einfach etwas vormachst? Immerhin bist du ja einer von Shinras Hunden. Ich bin kein Hund. Genau, ist eine Katze. Als Eris mir ihre Hand auflegte, hat sich mir all dies Wissen erschlossen. Also, wisst ihr? Eris! Unser eigentlicher Feind ist nicht der Shinra-Konzern. Sie haben zwar damit zu tun, aber unser Gegner ist ein anderer. Ich will irgendetwas unternehmen. Für die Menschen. Diese Welt. Sag, Eris, was weißt du genau? Im Moment so gut wie nichts. Je mehr ich forsche, desto verwirrter bin ich. Wenn die Mäuren mich berühren, geht immer ein Teil von mir verloren. Wie Blütenblätter einer welkenden Blume. Ganz ruhig. Wir finden einen Weg. Nanu? Darf ich mich hier noch umgucken kurz? Please? Ja. Ja, die Moiren sind neu. Das stimmt. Sie wollen die aufhalten. Das musst du die Wächter des Schicksals fragen. Mist. Wo dieser schmierige Typ wohl hin ist? Sie wollen die aufhalten, die das Schicksal des Planeten ändern wollen? Also. Wo dieser schmierige Typ wohl hin ist? Im Endeffekt. Ja, weiß ich nicht. Uns, weil wir versuchen, den Planeten zu retten und der Planet aber untergehen soll? So in etwa? Ich weiß gerade wirklich nicht, wie ich das hier alles finden soll. Wo dieser schwierige Typ wohl hin ist? Wenn ich ehrlich bin. Endlich habe ich euch gefunden! Hey, was soll das? Habt ihr mich vermisst? Wieso lebst du? Welch! Du hier? Mann! Schon wieder auf Trab? Dank der guten Verköstigung bei Elmira. aber wir haben jetzt, glaube ich, Wichtigeres zu besprechen. Schon bald? War das eine Explosion? Anomale Erschütterung. Das ist die Hauptgruppe von Avalanche. Die wollen den Direktor einen Kopf kürzer machen.
Ihr wart leider zu langsam. Wegen der Explosion wurde Alarmzustand ausgerufen. Alle Mitarbeiter sind umgehend evakuiert. Wir stecken hier fest. Zugänge werden verriegelt. Kein Grund zur Sorge, junge Dame. Seht doch, die Routen im Labor sind noch nicht abgeriegelt worden. Ihr müsst hoch aufs Dach. Da wartet ein Hubschrauber der Hauptgruppe. Die Hauptgruppe? Als würden die uns jemals mit an Bord nehmen. Ich hab sie angebettelt. Bis sie genervt zugesagt haben. Wedge. Also dann, bis später. Der Schlingel hätte uns ruhig fragen können. Barrett, er hilft uns. Oh, cute, Eris. Zu Hause wasche ich ihm den Kopf. Eris ist so cute. Oh, ja, gib mir gleich mein Harem wieder. Finde ich gut. Oh, das hat sie voll hübsch gemalt. Ah, naja, hatte ja wohl auch genug Zeit, ne? Wenn sie hier immer festgesessen hat über Jahre mit ihrer Mutter. In einem kleinen Raum. Oh, Überraschung für Eris. Ich weiß gerade, wenn ich ehrlich bin, wirklich nicht, was ich davon halten soll. Oh, wieder Magiekreis. Achso, ist aber ein anderer, okay. Ich weiß halt nicht, ob ich Barrett das wegnehmen kann. Die ändern halt alles ziemlich extrem gerade. Ich meine, am Anfang war es ja noch recht ähnlich, ne? Also jetzt hier meine ich gerade im Shinra-Konzern überspiele ich halt sowieso, aber ich weiß es nicht. Das Ding zu leveln. Und ich rede jetzt nicht nur über das Paaren, okay? Sondern halt allgemein gerade. Sie ändern halt so viel ab. Ja, wir wurden nicht festgenommen, wir sitzen nicht irgendwie im Gefängnis. Nö, stattdessen kommt Wedge auf einmal und die Shinra, die Avalanche-Typen wollen den Shinra-Direktor töten und I don't know. Macht gerade nicht so wirklich Sinn. Ja, es ist. Gib ich ihr jetzt Barrett-Sachen? Oder gebe ich ihr andere Materia? Ich meine, sie hat zumindest noch Heilen. Ich gebe ihr lieber mal nicht alle. Ich lasse das mal bei Tifa. Auf 2. Oh, sie hatte Magieboost. Da kriegt sie dann Gebet. Ja, es war nicht so viel, aber es ist halt eine Alternative zu alle gerade. Hier ist halt nur auf 1, ne? That's not so good. Vielleicht sollte ich wenigstens von Barrett das, ja, Blut geben, dass sie zumindest irgendwas hat, was ganz gut gerade ist.
müssen halt aber auch mit was gekoppelt werden, ne? Du hast Leviathan, ne? Gut. Ich weiß nicht, was ich ihm noch geben sollte. Immer noch Toxin brauche ich maybe nicht, aber Wayne. Was ist die Diadem-Bomb-Play? Naja, was heißt, es ist vorhersehbar eigentlich nicht, weil bislang war es 100%, also nicht 100%, aber bislang war die Story ziemlich gleich. Und das ist eigentlich bescheuert, ein Spiel nach über 20 Jahren auf einmal abzuändern. Finde ich persönlich. Weil, sind wir mal ehrlich, jeder wollte das Spiel in schön haben und nicht das Spiel in komplett neu aufgesetzt. Und klar, wenn sie so ein paar extra Szenen adden, ist das ja alles schön und gut. Aber wenn sie jetzt halt meinen, die komplette Story einfach nach 23 Jahren zu verkacken, weil, keine Ahnung, sie denken, es ist lustig, wäre ich halt persönlich nicht erfreut drüber, muss ich ehrlich sagen. Ach, zumindest ein Klo hatten sie. Nö. Unser Ziel ist also das Dach, richtig? Wir sollten den Fahrstuhl versuchen, den Hojo benutzt hat. Ihr geht da lang. Ich geh da kurz mich heilen. Tja, ich weiß nicht. Ich würde halt sagen, wir hören für heute auf. Ne? Es sind nur 3,5 Stunden, aber ich glaube, das geht halt sonst gleich ins Finale. Und das Finale würde ich halt gerne Freitag am besten durchziehen. Weil das wahrscheinlich ein paar Stunden länger dauern würde und es ist halt schon 9:30 Uhr. Und ich weiß, viele von euch gehen halt früh ins Bett, weil, ne, Arbeit und so morgen oder Schule. Und es wäre halt blöd, wenn wir jetzt mitten in der Woche das Finale durchziehen. You know, I guess. Naja, nein, nein, versteht mich nicht falsch. Natürlich ist es bislang ziemlich gleich, das meine ich ja. Deswegen habe ich das Spiel ja auch oft gelobt, dass sie es halt geschafft haben, die Story so zu übernehmen. Natürlich hier und da auszubessern, ne, mit extra Szenen und drumherum und so. Aber gerade ab Shinra, also ab dem Shinra-Hauptquartier, haben sie halt doch ziemlich viel abgeändert, ne? Auf einmal. Und ich hab halt ein bisschen Schiss, dass sie jetzt mir im Finale auch so richtig schön eine reinhauen. Und es so richtig verkacken. Weil allein schon mit diesen seltsamen Moiren weiß ich echt nicht, was ich von denen halten soll, weil die halt absolut keinen Sinn machen. Gab's ja im Original absolut gar nicht. Also das ist ja schon irgendwo dann der Kern der Hauptstory, ne? Den sie da antasten, wenn sie da so neue Viecher reinbatschen, die irgendwie, ja, den Lauf der Geschichte halt ändern wollen, was ja irgendwo heißt, dass sie das vielleicht doch antatschen. Oh, ich weiß nicht, was ich davon gerade halten soll, ehrlich. Ja, morgen würde ich wahrscheinlich halt auch nicht streamen. Das Beste wäre halt Freitag, ehrlich gesagt, gell? Wir haben halt erst Dienstag. Ich guck gerade. Donnerstag streame ich ja eh nicht, das wisst ihr, ne? Ich denke halt, dass wir auf jeden Fall 3-4 Stunden fürs Finale brauchen. Die werden mir wahrscheinlich einige Bosse an den Kopf schmeißen. Also, ich
weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe halt gerade so ein bisschen Sorge, dass sie es jetzt noch mehr ruinieren, als sie es gerade schon gemacht haben mit den Moiren und so. Ich will jetzt nicht zu viel Mimimi, ne? Man darf halt nur nicht vergessen, ich bin mit dem Spiel aufgewachsen und ich liebe das Original. Nicht so sehr wie 8 oder 9, ne? Aber ich bin halt so jemand, der sich denkt, Nomura musste vorsichtig sein, ne? Also bei Kingdom Hearts habe ich da ja auch schon ab und zu so ein bisschen gedacht, warum die Scheiße? Wenn ich mal ehrlich bin, und ihr wisst, ich liebe Kingdom Hearts, aber manchmal fragt sie dich, was der Mann eigentlich mit den Storys macht. Deswegen habe ich so ein bisschen Schiss, dass sie sich denken, hey, jeder hat das Spiel geliebt vor 23 Jahren, aber wir ändern mal eben die Story, weil wir es können. Und dann rage ich, glaube ich. Persona 5 werde ich wahrscheinlich nach dem 7er machen, weil wir uns dann darauf konzentrieren können, besser. Anstatt dann immer hin und her zu switchen bei zwei JRPGs, you know? Bist du dir sicher, Heiko, dass sie das nicht ändern? Überleg doch mal. Sie packen hier Moiren rein, die aufpassen, dass wir den Planeten nicht retten, so gesehen. Die wollen ja irgendwie das Schicksal des Planeten, ne, in Sicherheit wahren und wir würden das Schicksal ja wohl verändern, also dass der Planet untergehen soll, wie Red uns gerade gesagt hat, ne, dass der Planet untergehen soll, das ist vorher raus bestimmt, bäh, 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 und die Moiren scheinen das ja irgendwie, ja, verhindern zu wollen, dass wir mit diesem Schicksal rumspielen, probably. So, am Ende, Eris stirbt nicht, aber alle sterben, weil der Planet zerstört wird. Ja, wie gesagt, Persona 5 Royal machen wir nach Final Fantasy 7 weiter. Aber ich denke, das Finale am Wochenende durchzuziehen macht am weitesten Sinn. Weil da vielleicht auch mehr wieder da sind und nicht arbeiten müssen oder Schule gehen müssen. Weil wenn wir jetzt Mittwoch, Donnerstag um 18 Uhr starten und dann nachher 5-6 Stunden Finale haben, da sind dann die Hälfte der Leute wieder nicht dabei und beschweren sich so, ich kann aber das Finale nicht gucken, verdammt, ich hasse dich, ey. Aber gut. Anyway, Leute. Wie gesagt, wir sehen uns Freitag 18 Uhr. Dann sind halt mal 2 Tage frei. Was soll's. Ist halt auch mal, ne? Ist halt einfach mal so. Muss man sich auch mal gönnen. Nur, ich denke, es wäre am klügsten, dass wir das Finale dann durchziehen. Weil ich weiß nicht, wie lange das dauert. Es kann sein, dass es nur noch 1-2 Stündchen sind. Es kann aber auch sein, dass es 5-6 sind. Und nachher spiele ich jetzt weiter. Und wir sitzen hier noch um 3 Uhr oder so. Und das will ich einfach nicht, ne? Ich hoffe, das versteht ihr ein bisschen. Ist halt blind. Okay. Deswegen, ja, ich hoffe, ihr seid Freitag dabei um 18 Uhr. Ich würde mich echt freuen, ne? Wenn er die letzten Stündchen auch noch mit mir abhängt, so. Dass wir uns dann vielleicht alle aufregen können, weil es kacke ist, wer weiß. Aber ja, Leute, 2 Tage überleben wir noch, ne? Macht es euch gut, noch einen schönen Abend und bis zum Freitag, hoffe ich, 18 Uhr. Sonst verhaue ich euch, wenn ihr nicht kommt. So, Edge, wir sind denn. Ciao, ciao.